So, und da sollten wir dann wieder sein. Hallihallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen mal wieder bei CT Zockt der Tome. Bei mir auf dem Sofa. Schönen guten Abend, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, hier funktioniert soweit alles. Ich winke schon mal einmal in den Chat. Hallo Grirant, hallo MS McGrunty, hallo View, hallo Conny, hallo MTD. Wen habe ich noch alles gesehen? Habe ich noch irgendwen gesehen? Ist gar nicht alle auf dem Schirm. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da seid. Und ja, herzlich willkommen bei Song of Horror. Das ist ein noch ziemlich neues Horror-Adventure. Passt zum Namen. Von Razer Games und Protocol Games. Das ich heute mal anzocken werde, ist pünktlich zu Halloween erschienen. Und Halloween ist nun vorbei, aber das hindert uns natürlich nicht daran, hier trotzdem nochmal reinzuschauen und mal meine Nerven auf die Probe zu stellen. Grirant, danke für den Hinweis. Das habe ich vorhin nochmal geändert. Dark Devotion hatte ich dann gesehen, dass das da noch steht. Jetzt sollte es eigentlich angepasst sein. Mach mal einen Refresh, dann sollte es eigentlich stimmen. Ganz genau. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass der Sound stimmt. Sagt mir gerne einmal im Chat Bescheid, ob ich gut zu verstehen bin, ob ich synchron bin und ob ihr die Spielmusik schon hört. Und diesen quietschenden Ventilator, der da oben läuft. Und während ich da auf eure Rückmelde warte, würde ich sagen, rutsche ich euch hier unten mal in die Ecke. Boop. Und sage jetzt nochmal herzlich willkommen bei Song of Horror. Wie gesagt, einem neuen schönen Horror-Game von Protocol Games und Razer Games. Danke für die Rückmeldung im Chat, dass der Sound stimmt. Da freue ich mich natürlich. Das Spiel ist, wie gesagt, erst 4 Tage alt, 5 Tage alt, also noch ziemlich frisch. Und ich bin ja nun mal eigentlich großer Horrorspiel-Fan und Horrorspiel-Connoisseur. Was die Frage aufwirft, warum ich eigentlich bei CD Zockt noch nie so wirklich ein Horror-Game gezockt habe. Das machen wir dann deswegen heute. Eine meiner CD Zockt-KollegInnen hat ja gerade erst vor ein paar Tagen, glaube ich, The Beast Inside auch mal gezockt. Ich meine, das hat sie nicht auf Twitch getan, sondern auf unserem YouTube-Kanal, den ihr natürlich hier unten verlinkt findet. Passend dazu machen wir direkt mit Grusel Grusel weiter. Und ihr dürft mal schauen, ob ich bei Song of Horror meine Nerven behalte oder ob sie mir immer mal wieder entgleiten. Ich bin mal ganz gespannt. Ich habe selber noch nicht viel Ahnung vom Spiel. Gerade bei so Horror-Games, die viel mit Story und Atmosphäre zu tun haben, versuche ich mich immer möglichst wenig zu spoilern, um Schockmomente dann roh und unverstellt zu erleben und euch dann auch zu zeigen natürlich. Ich kann mal gerade noch einen Blick werfen, wie es mit dem Bildausschnitt aussieht. Das sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Nur mein Logo da unten könnte ich noch mal ein bisschen in eine andere Ecke schieben, sehe ich gerade. Beziehungsweise einfach weiter in die Ecke. So. So sollte es ein bisschen besser aussehen. Und ansonsten stimmt der Bildausschnitt, meine ich auch. Das ist ja auch mal schön. Ja, ich habe schon mal die Helligkeit sowohl im Spiel als auch an meinem Bildschirm hier ein bisschen hochgedreht, weil ich wieder hier in voller Beleuchtung natürlich sitze und das Spiel, würde ich jetzt einfach mal tippen, furchtbar dunkel sein dürfte. Damit ich dann noch irgendwas sehe, habe ich hier direkt mal ein bisschen hochgedreht, damit ich nicht das gleiche Problem habe wie letztens, was war's, bei Hunt Showdown, wo ich einfach abends im Wald nichts gesehen habe. Das wird hoffentlich heute besser. Und without any further ado, würde ich sagen, steigen wir hier einfach mal in ein neues Spiel ein. Auftakt, ein Freitag wie jeder andere. Spieluhr.
Okay. Wenn das ein Freitag wie jeder andere ist, weiß ich nicht. Kopfhörer und Controller. Kopfhörer habe ich auf, Controller, da war ich im Überlegen, ob ich den Controller nehme oder ob ich die Tastatur nehme. 25. September 1998. Leute, das war vor 20 Jahren, nur mal so nur um mal einen Reality-Check hier zu machen. Hallo. Daniels Wohnung. Sweet Home. Okay, Vertonung auf Englisch offensichtlich. Ich gucke gerade nochmal, ob ich daran was drehen kann. Ansonsten deutsche Untertitel gibt's. Ich glaube. Hab ich gerade eben erst gesehen, man kann den Schwierigkeitsgrad wählen. Wir spielen jetzt gerade auf Edgar Allan Poe und nicht etwa auf H.P. Lovecraft. Das ist ja auch schön. Ich glaube, bei Edgar Allan Poe bin ich gut aufgehoben. Sprache Deutsch. Schriftgröße kann ich mal noch ein bisschen größer stellen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen besser mitlesen könnt. Untertitel lasse ich an. Und ja. Zack. So. Oh, das ist ja mal ganz klassische Resident Evil Kamerabedienung. Ich glaube, ich wechsle tatsächlich mal auf meinen Controller. Ich hoffe, dass nicht zwischendurch wieder meine Kamera völlig anfängt abzurasten. Das tat sie ja in letzter Zeit öfter mal. So, schauen wir mal. Können das Licht an- und ausmachen, nehme ich an. Boop. Boop. Okay. Und die Kamerasteuerung ist jetzt schon wie in den alten Resident Evil-Spielen. Das ist ja auch schon mal witzig. Okay. Wo können wir lang? Hier können wir lang. Hi, Oelks. Schönen guten Abend. Türen und wir können auf den Pott gehen. Kann ich mir mein Klo angucken? Mann, der Toilettenablauf stinkt, wie immer. Okay, gut zu wissen. Mir scheint es hier nicht zu geben. Conny, ja, die sehen ein bisschen seltsam aus. Davon abgesehen, dass die Jacke und Hemd ein bisschen kurz zu sein scheinen. Sehen die ein bisschen komisch aus, das stimmt wohl. Bisschen prankig. Na, vielleicht ist das bei ihm so. So, wir schauen hier mal durch die erste Tür. Wir haben es 7:15 jetzt gerade. Okay. Meine Plattensammlung der 80er Jahre. Vielleicht kann ich mir nächsten Monat ein Regal leisten, in dem ich sie unterbringen kann. Okay, ist er frisch eingezogen hier oder was? Was haben wir hier? Sophie, ich habe Jahre gebraucht, um diese Bilder wieder aufzustellen. Okay. Trennung oder wahrscheinlich eher gestorben, wa? Hätte ich jetzt mal getippt. Was haben wir hier? Vollgestopft mit den verschiedensten Dingen. Meine Wohnung ist definitiv zu klein. Tja, mein Freund, der Hang geht zum Minimalismus. Der Trend, meine ich, geht zum Minimalismus. Vielleicht mal ein bisschen aussortieren? Wer braucht denn eine Elefantenstatue? Was haben wir hier? Zeitung. 4 Millionen Exemplare verkauft. Sebastian P. Husher. Autor von Geschichtsromanen. Von seinem letzten Roman wurden 4 Millionen Exemplare verkauft. Nicht übel. Was haben wir noch? Kiste, Stuhl. Plattensammlung hatten wir. Oh, Telefon. Wir haben einen Anruf. Es ist eigentlich ein schöner Nachmittag. Die Art, die mir mein Chef gerne mit seiner dämlichen Besorgung vermasselt. Mit seinen dämlichen Besorgungen vermasselt. Die Elefantenstatue hat einen emotionalen Wert, meinst du, Conny? Ja, dann kann die vielleicht nicht weg, aber die Masken an der Wand. Kann ich da rangehen? Ich hoffe, dass er heute nicht anruft. Komm schon, Etienne, es ist Freitag. Ah, okay. Ah, okay. Nichts weiter zu sagen. Jetzt hier durch die Tür. Durch. Hallo. Yo, Schlafzimmer. Das sieht ja gemütlich aus. Reißt er viel? Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll. Ich bezweifle, dass sie auf den Kleiderschrank passen würden. Er scheint viel zu reisen. Das ist so ein großer Reiseklappkoffer. Cooler Hut. Nimm den Hut.
Ich habe diesen Hut vor etwa 10 Jahren gekauft, nachdem ich The Untouchables gesehen habe. Ich kann mich nicht erinnern, ihn einmal getragen zu haben. Wer kennt das Problem mit den Klamotten nicht? Dieses Wochenende steht mir ein lustiger Bügelmarathon bevor. Okay. Koffer, Hut. Gibt's hier drin noch irgendwas anderes? Sieht mir nicht so aus. Dann wandern wir hier mal wieder raus. Schwupp. Na. Oh, crikey. Seriously? Crikey. Australien? Wir sind in Australien. Wir gehen mal ans Telefon. Hallo. 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 Daniel, it's me, Etienne. Hey, natürlich. We've got a bit of a major emergency going on. A bit of a major emergency. Joking. Friday evening and there's an emergency? This is serious business. Sebastian Husher is nowhere to be found. His manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Oh, das war's jetzt schon hier in der Wohnung. Mist, da habe ich, glaube ich, einen Raum verpasst, sozusagen. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. Nett, dass sie es lokalisiert haben. Sophie did the right thing when she divorced me. I divorced myself in her place. Okay. Aber warum hat er dann immer noch Bilder von ihr da stehen? Bloody alcoholic. Chin up, you. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Mm-hmm. Let's cross our fingers and hope he's home. Yeah, das ist sehr vielversprechend. Ja, da habe ich auch gerade schon dran gedacht, dass ich mal ein bisschen aus dem Weg rücken sollte, Conny. Das kann ich gleich mal machen. Kleinen Moment. Beziehungsweise. So vielleicht. So. Okay, jetzt sollten wir... umgucken kann ich mich auch. Mit dem anderen Stick, interessant. Ist heute gut gegessen? Ja. Noch gut getrunken? Nein. Wir sind jetzt offensichtlich beim Haus von diesem Husher-Autoren. Hier steht ein Dreirad. Okay, das war ein Auto. Was war das für ein Geräusch? Dreirad? Ein Dreirad. Ich wusste nicht, dass Husher Kinder hat. Ja, dachte ich auch gerade. Warum die Seitentür nehmen, wenn der Haupteingang näher ist? Okay,
Entspann dich. Zur Info, ich spiele auch wieder auf meinem Shadow-PC übrigens. Und ich kann gerade mal wieder nicht lesen, wer hier gerade schreibt. Ich kann leider aufgrund meiner App nicht lesen, wer gerade wunderschönen guten Morgen oder Abend gewünscht hat. Trotzdem aber natürlich wunderschönen guten Morgen oder Abend zurück. Schwarzer Benutzername auf schwarzem Grund, kann ich gerade nicht sehen. Schön, dass du auf jeden Fall da bist. Wir schauen mal, was der Haupteingang hier mit uns macht. Schaukelstuhl? Ach, Ari Alur. Hallo, schön, dass du da bist. Eine Zeitung. Auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor etwa einer Woche verhaftet haben. Das ist ja überhaupt nicht ominös und vielversprechend. Was ich gerade sagen wollte, ich spiele auf meinem Shadow-PC. Bin mal gespannt, wie stabil die Netzverbindung hier mit der Telekom heute auch wieder ist. Generell natürlich auch mit dem Stream. Hier bin ich hier in meine Ecke vom Sofa noch so ein bisschen raus. Und spiele das Spiel jetzt auch auf höchsten Grafikeinstellungen. Das sieht eigentlich soweit ganz hübsch aus, würde ich mal sagen. So, wir klopfen mal. Ach nee, die Tür ist offen. Auch gut. Hallo? Hello. Hello. Is that music? Ist das der Song of Horror? Tja, den Herrn Hascher sahen wir ja, wenn ich das richtig gesehen habe, vorhin in dieser kurzen Intro-Sequenz. Lichtquelle. Jede Figur besitzt eine eigene Lichtquelle. Um sie aus- und einzuschalten, drücke rechten Trigger oder rechten Stick. Wenn die Lichtquelle eingeschaltet ist, kannst du die Richtung wählen, in die das Licht scheinen soll. Verwende dazu den rechten Stick. Auf diese Weise kannst du bestimmte Bereiche beleuchten und mit Objekten interagieren, die sich möglicherweise nicht direkt vor deiner Figur befinden. Deine Lichtquelle wird niemals ausgehen. Benutze sie so oft, wie du sie brauchst. Ah, okay. Keine Batterie oder so. Oh, gedrückt halten. Boop. Ah, ja. Können hier... Zack. Zack. Spannend. Cool gemacht. Diesen P. Hascher, wenn ich gerade ihn auf die Schnelle richtig erkannt habe, sahen wir ja schon in dieser Intro-Sequenz, wo er diese Spieluhr, aus der die schwarzen Tentakeln heraus tentakelten, meine ich schon. Und da die Spieluhr hier weiterläuft, war er vielleicht zu langsam beim sie zuhauen. Was haben wir denn hier? Das sieht aus wie ein Reiseführer. Mehr hat er nicht zu sagen. Okay, Reiseführer. Eieiei. Diese abrupten Kamerawechsel sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Uhr zeigt 12 Uhr an. Ich schätze, sie muss repariert werden. Okay. Das sind jede Menge Kleider. Ist jemand zu Hause? Ist das hier die Alarmanlage oder was soll das sein? Der Alarm ist ausgeschaltet. Besser so, wenn er losgeht, habe ich eine Menge zu erklären. Ja, stimmt. Können wir durch die Türen? Hallo? Schön auf den Pott. Ein Blick in den Spiegel. Wie fertig sehen wir aus? Mir geht es viel besser, seitdem ich aufgehört habe zu trinken. Vielleicht könnte ich Sophie fragen, ob sie ausgehen möchte. Ach was, konzentrier dich, Daniel. Ja. Okay, ich kann nicht in die Dusche gucken? In die Wanne? Nee. Na gut. Das hatte ich... trotz Spoilervermeidung sozusagen am Anfang schon mitbekommen, oder bevor ich gespielt habe, mitbekommen, es gibt mehrere verschiedene Spielfiguren, mit denen man durch das Spiel gehen kann. Jetzt gerade sind wir Daniel. Und es gibt aber, wie gesagt, wohl noch mehr. Da bin ich mal ganz gespannt, wen wir da noch kennenlernen werden. Was haben wir hier? Bilder? Hascher ist auf vielen dieser gerahmten Bilder zu sehen. Die anderen sind wohl seine Familie, schätze ich. Diese Bilder machen mich depressiv. Ich selbst würde mir niemals solche Bilder aufhängen. Ja, die sehen irgendwie sehr düster aus. Erinnern mich ein bisschen an die Bilder von... Gott, wie heißt er denn? Ich glaube, es ist ein berühmter polnischer Maler, der so furchtbare Albtraum-Szenarien immer gemalt hat. Hier ist zu. Nein, da kommt die Musik nicht her. Okay, und deswegen darf ich da auch nicht rein. Okay. Gut, wir schauen hier mal den Flur runter. Was haben wir hier? Hallo? Hallo? Wieso kann ich hier nicht mit interagieren? Muss
ich da... Ah, man muss die Lampe dahin scheinen. Jetzt geht's auch so. Das ist seltsam. Was machen all die Koffer hier? Wollte verreisen. Ist gerade wiedergekommen von der Reise. Keine Ahnung. Kann ich eigentlich auch noch irgendwie laufen? Kann man rennen? Ah, da ist unser Inventar. Ah, nee, hier ist unser Inventar. Abzeichen für Durchhaltevermögen. Einsehen. Was soll das sein? Ah, das ist der 30-Day-Chip von den anonymen Alkoholikern. Beksinski, genau, Öx, danke. Den meinte ich. Abzeichen für Durchhaltevermögen, Glücksbringer, Passive. 3 Jahre trocken, schade, dass er erst alles verlieren musste, um sein Leben in den Griff zu bekommen. Sophie. Betrachten. Können wir da noch mehr mitmachen? Drehen, benutzen. Kombinieren. Ah, wir können also auch Items kombinieren wohl später. Aber hier noch nicht, weil wir, bisher haben wir nur den. Okay, und wir haben Dokumente, da haben wir aber noch nichts drin, verstehe. Und sprinten. Halt! Doch, sprinten geht doch. Linker Trigger. Aha. Also, sprinten. Lockerer Jog. Nennen wir es einen lockeren Jog. Gut. Ja, jedenfalls an den Beksinski, glaube ich. Man sieht die Bilder hier nur so aus diesem Winkel, aber die erinnern mich so ein bisschen daran. Okay, wir schauen hier mal durch die Tür, wenn wir dürfen. Hallo? Ist die Musik gerade lauter geworden? Da wir gerade eben in unserer Wohnung ja auch mit dem Telefon dann einfach das Spiel vorangetrieben haben, ohne dass ich in diesen einen Raum noch reingucken konnte, würde ich eigentlich ganz gerne hier mich noch ein bisschen umgucken, nur für den Fall, dass manche Events halt uns Erfahrungen verbauen, sozusagen. Schauen wir hier rein. Was haben wir hier? Können wir das mitnehmen? Eine Streichholzschachtel. Mir fällt kein guter Grund ein, das Haus niederzubrennen. Noch nicht. Kann ich die trotzdem mitnehmen? Anscheinend nicht. Okay. Sehr geschmackvolle Teeservice hier. Oh, apropos Tee. Apropos Tee. Ölks. Beksinski als Schulausflug ist ja auch eine interessante Herangehensweise an Kunst. Okay. Sie sind alle mit Staub bedeckt. Hier wurde seit Tagen nicht gereinigt. Also sowas. Die guten Teeservice. So verkommen lassen hier. Ist das hier dann der Nebenraum, in den wir auch durch die andere Tür hätten reingehen können? Ist das ein Eiswagen? Das ist ein alter Eiswagen. Interesting. Something on that doorknob. Ein Brief. Können wir hier gerade noch mal ein bisschen weiter gucken? Obst. Ich hätte gern Obst. Kann ich da durch? Ja. Dekorative Früchte. Das ist teures Porzellan. Ich schätze, sie wollten nicht, dass jemand denkt, sie seien arm. Okay. Der Tisch ist gedeckt, aber mit Staub bedeckt. Wo sind alle? Bücher und Teller im selben Schrank. Hier ist es ziemlich unordentlich. Judgy, aber okay. Mann, der Spiegel. Dieser Spiegel ist übel. Wegen des Spiegels oder wegen des Spiegelbilds? Familienporträts nehme ich an. Sie sehen alt aus. Durch die Tür, da sind wir reingekommen. Können wir hier durch? Ja, und dann kommen wir wieder. Ja, genau. Das ist dann hier der Nebeneingang. Verstehe. Gott, oh Gott, es ist lange her, dass ich so ein Spiel mit dieser Perspektive einfach mal gespielt habe. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Hier kommen wir dann in den großen Raum, nehme ich an. Mit dem Schallplattenspieler. Hier, ne? Ja, genau. Und was war dann dieser tolle Brief da? Wenn es denn ein Brief ist. Düp, 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 düp. Aha. Hallo. Dokumente und Objekte. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden. Um ihn zu untersuchen und Informationen erhalten, drücke A. Um die Rückseite zu lesen, drücke
den rechten Trigger. Du kannst jederzeit auf dein Inventar und die Dokumente zugreifen. Drücke dazu die Taste linker Button oder rechter Button. Okay. Uff. Erster Brief von Isaac Ferber oder Isaac Ferber. Ein Brief an Hascher, den Daniel in der Villa des Autors gefunden hat. Der Poststempel ist vom 1. August 1998. Also vor einem knappen Monat, weil wir haben jetzt ja den 25. September. Okay. Briefmarken. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Wir können ihn lesen. Oh. Lieber Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten. Mein lieber Freund, es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spieluhr mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anderes ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich sagen, meinem Gehör. Die Melodie, Sebastian. Sie ist irgendwie eigenartig. Du musst sie dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und alle meine Versuche, die Partitur oder den Namen oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Können wir dann diese Seite auch lesen? Ja. Kannst du mir helfen, mehr über diese Spieluhr und ihre geheimnisvolle Melodie herauszufinden? Ich würde für immer in deiner Schuld stehen. Meine allerherzlichsten Grüße, Isaac Ferber. PS, ich habe auch die wenigen Informationen beigefügt, die ich über die Spieluhr finden konnte. Brief adressiert an Sebastian B. P. Hascher, 25 Thomas Abbott Street 4. Okay. Also, sein Kumpel hat ihm offensichtlich... Ja, interesting. Diese Spieluhr geschickt, die wir sahen. Kein Wunder, dass... Kein Wunder, dass der die Melodie nie wieder aus dem Kopf gekriegt hat. Ich werde mir die jetzt wahrscheinlich auch schön merken. So, und dann schauen wir, bevor wir da reingehen, weil ich mal schätze, dass da dann die Spieluhr drin ist. Hier nochmal rein. So, was hatten wir hier? Wir hatten einen Schallplattenspieler. Ein schicker Plattenspieler, sieht alt aus. Können wir den einschalten? Nee. Okay, schade. Was haben wir hier? Bei so vielen Menschen im Haus ist es kein Wunder, dass niemand jemals die Anrufe von Etienne beantwortet hat. Bisschen Schachzocken. Ein Schachbrett passt wirklich gut zum intellektuellen Ambiente in diesem Haus. Okay. Alle diese Bücher hat Hascher selbst geschrieben. Es müssen Erstausgaben sein. Ach, schön den Hirschschädel an der Wand. Wirk. Oh, da muss ich erst drauf leuchten. Aha. Der Kopf von diesem Hirsch ist fast so groß wie ich. Schöne Lounge hier. Was war das hier da gerade? Da so. Geschichts- und Kunstzeitschriften. Ich habe nichts gegen diese Literatur, aber sie würde mich wahrscheinlich zu Tode langweilen. Blümchen. Diese Pflanze ist gerade noch am Leben, wenn überhaupt. Wann wurde sie das letzte Mal gegossen? Alter Weltempfänger hier. Das Radio. Grammophon. Gott, oh Gott. Der lebt seine Geschichtsnerdigkeit, wa? Also der Herr Hascher. Und hier auf dem Tisch war da noch irgendwas. Schau dir all die Flaschen an, wenn ich daran denke, dass ich mein Leben damit fast ruiniert hätte. Ja, okay. Piano, Piano. Oh. Wie schön, klingt wie ein Engel. The Sound of Silence. Steht da als Partitur Himuru. Können wir darauf spielen? Das haben alle gehört, hoffe ich. Also nicht mein stümperhaftes Klavierspielen, sondern das Geräusch, was danach kam. Ich denke, es muss gestimmt werden. Es ist schon ewig her, dass ich jemanden spielen gehört habe. Ich habe da gerade drauf gedrückt und es klang halt schief und dann war so ein komisches Brummen zu hören. Öks, ich hoffe, das ist Sarkasmus oder Ironie. Wenn nicht, müsste ich nämlich den Sound mal ein bisschen lauter drehen.
Ich hoffe, es haben alle gehört und ich habe es mir nicht eingebildet. Jo, ich glaube. Haben wir dann hier soweit alles? Okay, dann ist gut. Das hier war die Tür zum Flur. Und wo führt dann die Tür dahin? Hallo? Eine Bibliothek. Hübsch. Geschichtsroman. Es macht Spaß, sie zu lesen, obwohl ich die Zeitung bevorzuge. Okay. Ein Fotoapparat oder besser eine Imitation. Okay. Globus. Wenn ich das zerbreche, werden noch meine Enkel dafür zahlen. Ja, dann mach ihn nicht kaputt, Freund. Kamerawechsel bin ich eh nicht mehr gewöhnt, so diese schnellen Umschalter. Eine beeindruckende Anzahl von Büchern. Ich frage mich, wer das ist. Steht da nichts drunter? Ich erkenne den Herrn nicht. War hier mit der Statue noch was? Nein. Okay, dann können wir ums Eck. Können wir seine Diplome lesen? Nee. Mehr Bücher. Hauptsächlich Kriminalromane und Thriller. Die mag ich. Okay. Fitzek-Fan oder was? Grammatikbücher und Nachschlagewerke. Ich schätze, die sind nützlich, wenn Hascher etwas schreibt. Richtiger Profi-Detektiv ist er hier. Bücher, Bücher und noch mehr Bücher. Okay. Ach, das ist das hier. Sind das Schwerter? Japanische Schwerter. Dank dieser dämlichen Cartoons ist jetzt alles aus diesem Land in Mode. Okay. Schublade? Diese Schublade scheint zu klemmen. Okay. Man kann sich beeindruckend viele Sachen angucken, aber nicht so richtig damit interagieren. Fällt mir auf. Oder bisher jedenfalls noch nicht. Oh Mann, dieser Typ ist sogar noch unordentlicher als ich. Was? Sieht doch voll okay aus, der Schreibtisch. Oder habe ich seltsame Maßstäbe? Ich weiß es nicht. Schicker Hut übrigens. Den hätte ich ganz gerne. Jo. Ich leuchte hier mal noch so ein bisschen, aber ich glaube, wir haben hier drin alles abgeklappert. Knarzte es gerade. Okay. Ich glaube, wir haben hier alles. Es sei denn, auf dem Rückweg kommt jetzt die Jumpscare. Bisher ist es, abgesehen von diesem Geräusch gerade und dem Intro, angenehm ungruselig. War es hier die ganze Zeit schon so dunkel? Ich glaube, es lag daran, dass ich meine Taschenlampe anhatte, wa? Okay. Falls ich euch übrigens zu viel plappere, das ist meine Coping-Strategie, um mit gruseligen Situationen umzugehen. Ich rede immer furchtbar viel mit mir selbst. Aber jetzt habe ich ja euch und kann euch volltexten. So. Nee, Conny, weil... What the? Hä? How can there be a door there? Ja, das wüsste ich auch gerne. Vor allem, ich gucke die ganze Zeit auf diese Doppeltür hier, aber er meint, glaube ich, die Tür da hinten. Die sieht ja vielversprechend aus. Mit schön vernagelt und schwarzem Schleim außenrum. Geil! Noch ein Plattenspieler. Funzel. Nichts zu tun hier. Noch ein Schachbrett. Entweder Stifte oder Kippen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Stifte oder Kippen sind. Was haben wir hier? Da liegen überall Sachen herum. Das erinnert mich an mein Studentenwohnheim. Was? Der Tisch ist da. Man sieht noch die Tischoberfläche an 1 Million Stellen. Dann kann das auch nicht so schlimm sein. Zapzarab, ja. Das ist wahrscheinlich sein Tintenlager, was sich langsam ausbreitet. Was haben wir hinten noch? Dieses Radio ist älter als ich und sind diese Gewehre echt? Ja, da hängen so alte Zunderbüchsen an der Wand. Und da oben haben wir noch mehr
Wow, der Typ jagt gerne. Sophie würde einen Anfall kriegen, wenn sie das sehen würde. Ja, ich verstehe. Ist auch ein bisschen widerlich. Okay. Hier das Schiffchen. Haben wir nichts weiter. Wo geht dann diese Tür hin? Ah, wieder hier hin. So, durch die Tür bin ich einfach noch gekommen, wa? Ja, schlau. Nee. Doch, ich bin durch diese Tür gekommen. Dreh dich denn. Okay, ich glaube, wir haben hier soweit alles. Und ich schaue hier mal mir diese vielversprechende Tür an. Hallo? Okay. Kreuze ist schon mal ein gutes Zeichen. No. Okay. Hardly taken a step forward, when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. And all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices. Sometimes, right next to me. Other times, a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate, howling in horror. And sometimes, worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere. There was nobody there. Just hallucinations, nightmares, black nothingness, and the song from that music box. Trapped in this impossible place, I wondered if I was going to die there. Super klasse! 3 Tage später. Okay. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so. And if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Same to you. Ah, okay. Dann steigen wir jetzt wohl als Sophie wieder ein. 3 Tage sind vergangen, seitdem Daniel in die Husher-Villa gegangen ist. Seither hat niemand von ihm gehört. Okay. Oh. Interesting. Sophie van Dennet. Dennet? Hi André, schönen guten Abend, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Alter 40, Lichtquelle Kerze. Das Leben hat Sophie viele Male auf die Probe gestellt, aber sie hat es immer geschafft. Dank ihrer außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit konnte sie die Kraft aufbringen, ihre gescheiterte Ehe mit Daniel zu beenden. Sophie, die eine renommierte Kunstgalerie leitet, genießt nun ein Leben im Wohlstand, etwas, nach dem sie sich stets gesehnt hatte. Wir haben Charakterwerte, nämlich Schnelligkeit, Unauffälligkeit, Stärke und Gelassenheit.
Sie hat Duftkerzen? Wann immer ich eine anzünde, fühle, fühlt sich alles um mich herum sicherer und friedlicher an. Okay, die können wir wahrscheinlich irgendwie benutzen, um uns zu beruhigen. Wir können zwischen den Charakteren wechseln. Okay, wen haben wir noch? Etienne Bertrand oder Bertrand. Alter 45, Lichtquelle Feuerzeug. Ein selbstbewusster Selfmade Man arbeitet als Vertriebsleiter bei Wake Publishing. In seiner Rolle als persönlicher Assistent ist Daniel zu einer Art Laufburschen geworden, obwohl Etienne ihm langsam immer mehr Verantwortung überträgt. Auch wenn beide sich gern über den anderen beschweren, schätzen sie sich gegenseitig sehr und haben außerhalb der Arbeit ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt, was jedoch keiner von ihnen gerne zugibt. Schnelligkeit, warte mal, Schnelligkeit 5, Unauffälligkeit 4, Stärke 6, Gelassenheit 5 und Sophie hatte, ist ein bisschen ausgeglichener, dafür weniger Stärke und mehr Gelassenheit. Okay. Und er hat einen Notizordner. Alles Wichtige aufzuschreiben ist das Geheimnis eines guten Gedächtnisses. Etienne. Haben wir noch wen? Hi. Alexander Laskin oder Laskin. Alter 59, Lichtquelle Kerze. Alexander und seine Frau Mascha sind Haushälter in der Villa des Schriftstellers Sebastian P. Hascher. Eine ihrer vielen Aufgaben ist es, sich um die Kinder des Autors zu kümmern. Das russische Ehepaar, beide christlichen Glaubens, zog Anfang der 80er Jahre nach Europa, um einer geheimnisvollen Vergangenheit zu entfliehen, von der Alexander nur selten spricht. Wesentlich weniger Schnelligkeit und Gelassenheit vor allem, fast gar keiner. Aber dafür sehr, sehr stark. Flachmann aus Leder, nimm einen Schluck aus der Flasche, um deine Nerven zu beruhigen, wenn Gefahr lauert. Das hat bei mir immer funktioniert. Alexander, okay. Haben wir noch wen? Alina Ramos, 32, Taschenlampe. Alina ist leidenschaftlich, lernt schnell und scheut sich nicht davor, ihre Hände bei der Arbeit schmutzig zu machen. Stets gut gelaunt und energiegeladen hat sie mit ihrer Schwester die Welt bereist, auf der Suche nach einem besseren Leben für sie beide. Alina arbeitet jetzt als Elektrotechnikerin bei Monolith Security und ist Teil eines hochqualifizierten technischen Support-Teams, das High-End-Haussicherheitssysteme für exklusive Kunden repariert. Sehr schnell und unauffällig, nicht so stark und erst recht nicht gelassen. Und sie hat ein Walkie-Talkie. Es funktioniert nicht mehr richtig, es empfängt eine Menge seltsamer Störsignale. Okay, interesting. Ah, okay. Die vier haben wir. Wir haben Sophie, was die Ex-Frau von Daniel ist. Etienne, den Chef dieser Publishing-Firma. Alexander Laskin, der offensichtlich der Haushälter in dem Haus ist, in dem Daniel verloren gegangen ist. Und Alina Ramos, wahrscheinlich eine irgendwie nicht direkt mit den Leuten verbundene Sicherheitsexpertin, aber wir hatten ja gesehen, dass in dem Haus eine Alarmanlage hing, die irgendwie deaktiviert war. Vielleicht ist sie irgendwie, ist ihr Job, die zu überprüfen oder irgendwie sowas. Und ich muss mich jetzt entscheiden anscheinend. Hat jemand eine Präferenz mal in den Chat gefragt? Ich weiß nicht, ob wir uns damit jetzt permanent für diese Session sozusagen festlegen oder ob wir zwischenzeitlich auch die Charaktere wechseln können. Okay, die Rückmeldung aus dem Chat ist völlig durcheinander. Werdet euch mal einig. Sonst entscheide ich. Alexander Laskin. Kerze. Warte mal, zwei haben Kerzen. Sie hat eine Taschenlampe. Und Etienne hatte ein Feuerzeug. Auch die Frage, ob das einen Unterschied macht. Hm.
Ja, der Alexander scheint mir auch ein bisschen unentspannt. Nur zwei Gelassenheit. Ich glaube, ich hätte doch eher Bock auf irgendwie ein bisschen was Ausgeglicheneres. Ich glaube, ich würde fast zu Etienne tendieren, in erster Linie, weil er eben so einigermaßen ausgeglichene Charakterwerte hat. Und Alina hat nur ein bisschen wenig Gelassenheit. Ja. Sneaky und schnell. Ja, dann nehmen wir Alina, oder? Alina Ramos hätte ich jetzt mal genommen. Wir können ja schauen, vielleicht können wir eh noch wechseln oder irgendwann anders nochmal eine Session mit wem anders anfangen. Bleiben wir mal bei Alina, mache ich jetzt einfach mal, weil sie auch am wenigsten Verbindung zu den ganzen Leuten hat. Vielleicht bringt das irgendwas, wenn man unabhängiger unterwegs ist. Und wir nehmen sie mal. 3 Tage sind vergangen, seitdem Daniel in die Hascha-Villa gegangen ist. Seither hat niemand von ihm gehört. Das kennen wir schon. Charaktere mit hoher Unauffälligkeit erregen weniger Aufmerksamkeit, was bedeutet, dass sie in der Regel weniger Bedrohungen ausgesetzt sind. Danke, Captain Obvious. So. 28. September 98, 3 Tage später. Okay, das Haus sieht noch bedrohlicher aus als vorher. Junge. Yay, Funzel. Okay. Ein Dreirad. Meine Schwester und ich hatten eins, als wir klein waren. Was ist bei ihr mit dem Nebeneingang? Können wir was machen? Die Tür klemmt. Ich komme hier nicht durch. Aha. Können wir eigentlich... Tutorials. Das ist unser Walkie-Talkie. Glücksbringer. Passiv. Ich weiß nicht, was mit diesem Ding los ist, aber es treten immer wieder seltsame elektrische Störungen auf. Yeah. Will ich die hören? Wahrscheinlich nicht. Was können wir damit machen? Können wir es benutzen? Nein. Ach, nope. Nope. Bisher können wir nichts damit machen. Und Dokumente haben wir keine. Da würde mich jetzt zum Beispiel bei der Tür interessieren, wenn wir jetzt einen Charakter genommen hätten, der stärker ist als sie, ob wir dann den Nebeneingang sozusagen hätten aufstemmen oder auftreten oder was auch immer können. Hier ist die Tür jetzt zu. Schau dir die verlaufende Tinte an. Die Zeitung muss im Regen gelegen haben. Okay. Hallo. Kapitel 1. Hascha-Villa. Oder 1. Hascha-Villa. Ich glaube, das war eine römische Zahl. The door was open. Were they waiting for me? Tür offen, haben sie auf mich gewartet. Die Geräusche sind hoffentlich die alten Rohre, die hier verlaufen und Geräusche machen. Die sehen aus wie Reiseführer. Einer ist über mein Land. Sie ist Spanierin, nehme ich an. Ist die Uhr immer noch auf 12? Kann die Zeiger so schlecht sehen? Manchmal sehe ich teure Uhren wie diese, wenn ich Alarmanlagen im Haus irgendeines Señores installiere. Hi Valeria, schönen guten Abend, schön, dass du reinschaust. Ja, Ari, das dachte ich auch gerade. Da wäre das, also ich würde mich sehr wundern, wenn es auch nicht daher kommt, das Walkie-Talkie, beziehungsweise das Radio ist ja bei Silent Hill gerne mal ein zentrales Element. So wie ich das hier sehe, ist bestimmt jemand im Haus. So, was ist mit der Alarmanlage? Hier ist die Alarmanlagensteuerung, aber sie scheint keinen Strom zu haben. Okay. Das ist jetzt ja eine neue Info, die Daniel vorhin nicht hatte. Da dachte er, die Alarmanlage sei ausgeschaltet. Die Dusche war vorhin nicht offen. Der Spiegel ist unglaublich schmutzig, ich kann mich darin kaum sehen.
Warum ist die Dusche jetzt offen? Wüsste ich mal ganz gerne. Okay, die Steuerung vom Licht ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich erstmal irgendwie auf die richtige Steuerung einschießen, habe ich das Gefühl. Der Duschvorhang war vorhin jedenfalls zu. Wenn die Geister duschen, sind sie vielleicht weniger gruselig. Ist die Tür jetzt zu? Oh, nein. Die war vorhin zu. Ein Vogel, der auf einem Mädchen sitzt, das mit einer Decke zugedeckt ist. Es wirkt so, als ob der Vogel ihre Seele herausgerissen hätte. Cool. André, ich spiele mit Controller, weil das Spiel gesagt hat, man sollte mit Controller spielen. Muss ich hier hinfunzeln? Ah ja. Okay, man muss teilweise wirklich in die richtige Richtung funzeln mit der Lampe, um Sachen benutzen zu können. Ein geschlossener Koffer, der aussieht, als wäre er mit Kleidung gefüllt. Ja, Ari, ich kann gleich nochmal gucken gehen, ob uns aus dem Spiegel irgendwas entgegenstarrt. Ja. Aber dieser Raum, der war ja vorhin... Wait, what? Ach nee, das ist die andere Tür. Oh, ich dachte gerade, auf einmal wäre die Tür hinter uns zu. Ich habe nicht gecheckt, dass hier zwei Türen nebeneinander sind. Hier müsste jetzt wieder rausgehen, aber... Ach so, das ist dann wahrscheinlich die Tür zu einem Schrank unter der Treppe, würde ich jetzt mal tippen. Okay, wir gucken nochmal ins Bad. Vielleicht wartet ja im Spiegel was auf uns. Hat jemand Mirrors gesehen? Ja, da ist was im Spiegel, aber ich glaube, das sind wir, auch wenn es super creepy aussieht. Da wir quasi nur so eine schwarze Silhouette und unsere Haare sehen, hatte das ein bisschen was von Samara aus The Ring oder... Wie heißt sie? Misako? Heißt sie Misako aus dem japanischen Original Ringu? Ne, Sadako. Sadako heißt sie im Original. Entschuldigung. Ja, Conny, Mirrors ist super und ziemlich, ziemlich gruselig, finde ich. Okay. Was sagt sie zu den Bildern hier? Alte Familienfotos in Schwarz-Weiß. Aha. Staubige Notiz. Eine Notiz von Catherine, Haschers Frau, geschrieben am 4. September 98, gefunden im Eingang der Villa. Lag die hier vorhin auch schon, die Notiz? Kann ich mich nicht dran erinnern. Oder wir haben sie übersehen. Mein lieber exzentrischer Ehemann, ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in deinem Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst. Und ich will nicht, dass sie damit spielen. Oberste Schublade im Büro war doch die, die vorhin geklemmt hat, oder? Ja, Ari, das Original finde ich auch ein bisschen besser. Aber das Remake von The Ring fand ich ganz gelungen eigentlich. Aber das Original war tatsächlich besser, das fand ich auch. Was sagt sie zu den geilen Fotos hier, Bildern hier? Nur eine gequälte Seele kann solche Bilder malen. Ja, das klingt wirklich sehr nach Wyszynski. Und die Koffer. Einige dieser Koffer sind leer, andere nicht. Es sieht so aus, als ob sie nie fertig ausgepackt hätten. Okay. Ich gucke jetzt nochmal durch diese Tür, durch die wir vorhin mit Daniel nicht durchgekommen waren. Boah, jedes Mal, wenn eine Tür auf oder zugeht, vibriert mein Controller in der Hand. Yeesh. Ist das hier? Hallo? Fucking creepy. Abstellraum? Garage, ne? Ja, das sieht nach einer Garage aus. Als Rosa und ich klein waren, zog unsere Familie vom Pueblo nach Lima. Ich habe es geliebt, mit dem Fahrrad durch die Straßen der Stadt zu fahren. Geiles Moped. Ist das eine Guzzi? Verglichen mit diesem Monster wirkt mein Roller so klein. Der Boiler ist hier drin. Das Problem ist, dass er keinen Strom bekommt. Können wir da irgendwas
das machen? Gerade erstmal nicht. Oh. Alte Metallkiste. Eine rostige alte Metallkiste, die verschlossen ist. Sicherung. Können wir die aufmachen? Ah, okay, die haben wir jetzt eingesackt, wenn ich das richtig sehe. Genau. Wir haben jetzt die Kiste. Okay, benutzen können wir sie hier nicht. Wir können sie uns angucken. Oh. Alte Metallkiste, die festgeschraubt ist. Eine alte Metallkiste. Auf dem Schild steht, dass darin Sicherungen sind. Aber sie ist mit einer Schraube verschlossen. Sie ist festgeschraubt. Okay. Ohne Schraubendreher komme ich hier nicht sehr weit. View, jein. Ich habe einen Führerschein und bin früher viel Motorrad gefahren. Will ich, sobald ich kann, auch wieder. Aber ist eine Weile her. Mache ich aber gerne. Ich sehe einen Bohrer, aber keine Bohraufsätze. Es gibt eine Lochstanze und ein paar Hämmer, aber keine Flachkopfschraubendreher. Wenn ich mich richtig entsinne, lag in dem Raum, wo dann diese seltsame Tür drin war, ein Schraubendreher auf dem Tisch. Den meine ich vorhin gesehen zu haben, als wir mit Daniel unterwegs waren. Okay. Jede Menge Werkzeug. Ansonsten haben wir ja alles. Ja, okay, wir brauchen die Sicherung, um den Strom wiederherzustellen mit Sicherheit. Und um an die Sicherung zu kommen, brauchen wir den Schraubendreher. Den müssen wir erst noch finden. Etc. pp. Nette Fotos an der Wand hier. Wo geht's hier hin? Scheint so, als wäre es von der anderen Seite verschlossen. Okay. Und die hier war auch verschlossen, da brauchen wir aber einen Schlüssel. Ah, okay, da ändert sich auch das Symbol und sagt uns, dass wir da einen Schlüssel brauchen. Gut, dann erstmal wieder auf den Flur zurück. Ich glaube, hier kommen wir dann erstmal nicht weiter. Ich warte die ganze Zeit auf die Jumpscares oder dass sich hier irgendwas verändert oder so. Da oben kann man so ein bisschen halb ins obere Stockwerk gucken durch die Treppe. Warte darauf, dass da irgendwas sich verzieht oder irgendwie bewegt. Ja, Knarz. Was wir vorhin natürlich auch nicht gemacht haben, ist die Treppe hochgehen. I should take a look on this floor first. Ah, okay. Hier ist doch ein... Können wir hier nicht interagieren? Ah, okay, wir sollen erstmal die Treppe nicht hochgehen, weil... Erstmal hier gucken. Oh. Lupus zockt 7 Days to Die, falls jemand Bock hat. Gut, dann schauen wir hier rein. Ich gehe einfach mal quasi die gleiche Route, die wir vorhin auch mit Daniel genommen haben, um mal zu schauen. Aha, sie will die Streichhölzer haben. Streichholzschachtel, nur eine gewöhnliche Streichholzschachtel. Streichholzschachtel, Type 90, 50 Streichhölzer. In der Schachtel sind noch ein paar Streichhölzer. Es wäre albern, es auszuprobieren. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann fleißig kombinieren. Haben wir vorhin mit dieser Tür interagiert? Habe ich die übersehen? Wunderschönes Teegeschirr. Okay. Es kann sein, dass ich diese Tür vorhin übersehen habe. Oh, die Küche. Ja, in der waren wir vorhin... Boah, sah das gerade für mich überhaupt... Irgendwas macht Geräusche. Duh! Ist das unser... Oh, Fukin Mariechen. Vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du dabei bist. Danke für den Follow. Ist das... Das. André, das weiß ich nicht genau. Das ist mir auch aufgefallen, dass der Ton manchmal so ein bisschen knackselt. Kann sein, dass es das Spiel ist. Aber das jetzt ist auf jeden Fall das Walkie-Talkie, was Störgeräusche macht. Und das hat es vorhin noch nicht gemacht.
Ah, Fokin Mariechen. Du weißt Bescheid. Kann gut sein, dass das irgendwelche Sound-Artefakte sind, die aus dem Spiel kommen. Ah, okay, du bist auch schon dabei. Bitte keine Spoiler, aber dann danke überhaupt für das Feedback zum Sound sozusagen. Dann, ich hatte mir auch schon Sorgen gemacht, es hätte auch gut an meinem Shadow-PC, an meinem Cloud-PC liegen können. Da hatte ich auch schon öfter mal ein bisschen Probleme bei der Übertragung. Aber, ja, dann scheint es das Spiel zu sein. Und unser Walkie-Talkie knispelt jetzt. Und es knispelt ja aber auch noch irgendwas. Es sei denn, das ist jetzt auch unser Walkie-Talkie, das weiß ich jetzt natürlich gerade nicht. Oh, ich vermisse das Obst meines Landes so sehr. Okay. Ich erkenne die Sprache in diesen Büchern nicht, aber von der Titelseite her sehen sie aus wie Kochbücher. Macht in der Küche Sinn. Ah, das ist das Geräusch. Da unten fliegen Funken. Was haben wir hier? Ein Ring. Ein Metallring. Was ist das da an der Seite? Ist das ein Stein? Die untere Hälfte eines abgebrochenen Schlüssels. Ah, diese Kerben. Ich glaube, er ist an dieser Stelle abgebrochen. Ah, okay. Nichts damit machen. Ich wüsste auch nicht, was ich damit gerade kombinieren könnte. Oh, so kann man kombinieren, aber wahrscheinlich bringt es nichts. Ja, nee. Also man kann auch Items im Inventar offensichtlich fleißig kombinieren. Okay, und das Geräusch, was ich hier die ganze Zeit höre, ist da unten. Ja, die spratzelnden Funken. Sie haben nur den halben Kaffee getrunken, so eine Verschwendung. Ja, bitte. Halben Kaffee. Steht hier ein Fernseher in der Küche? Ja. Ich weiß nicht, wie schlau es ist, da unten die Pfütze auf dem Boden, wo Funken sprühen, anzufassen. Ich hoffe, dass wir da nicht quer durch die Bude fliegen. Was haben wir hier? Okay, cool. Ein Bild von Saul oder Saul. Ein Bild von Hashas jüngstem Kind. Sieht nach einer glücklichen Kindheit aus, wenn man auf schwarze Hände aus den Schatten steht. Steht da was drauf? Saul 7. Können wir damit irgendwas machen? Na, das lesen. Ari, ja, die Pflanze da oben schaukelt auch so ein bisschen vor sich hin. Die Uhr zeigt jetzt übrigens 11:45, wenn ich das richtig sehe. Und die Gardinen wehen auch, so ein bisschen im Wind. Offensichtlich ist das Fenster offen. Ich guck mal, was passiert, wenn ich mir hier diese Pfütze angucke. Ah ja. Mira, schau dir diese Funken an. Die Pfütze muss sich auf die Lichter im Haus auswirken. Ja. Ah, okay. Und können wir das jetzt, weil wir sie sind, reparieren? Ah, da könnten wir jetzt irgendwas benutzen. Okay, wir brauchen irgendwas, um das Wasser aufzuwischen, offensichtlich. Oh, drin stehen kann ich, ohne dass ich sterbe, ist ja auch schön. Ja, wir haben jetzt gerade, glaube ich, noch nichts, womit wir gegen das Wasser da vorgehen könnten. Ich schätze mal, das müssen wir erst finden. Okay, wir gucken hier mal durch die Tür. Oh, wurde abgesperrt mit einem Schlüssel. Die eine Hälfte eines Schlüssels haben wir ja schon gefunden. Das heißt ja, dass wahrscheinlich irgendwo noch die andere Hälfte sein müsste. Wahrscheinlich steckt die in irgendeiner Tür oder so und ist da abgebrochen. Yeah. Okay. Superwash! In der Pantry, im Abstellraum. All dieses künstliche Zeug, wo sind die frischen Lebensmittel? Ach, bla. Was haben wir hier? Hundefutterdosen und andere Dinge. Hund? Es gibt einen Hund. Was haben wir hier? Ölkanister? Ein rostiger Kanister mit Motoröl. Vielleicht auch für den Boiler oder so? Oder können wir damit irgendwas schmieren? Ich glaube, sie verwenden diese Art Öl in der Werkstatt, in die ich immer mein Auto gebracht habe.
Zapzarab? Nee, ich glaube, also bei mir klemmt hier auch nichts. Ich weiß nicht genau. F5 du mal, genau. Öl. Kann sein, dass die Schraube an unserer Metallkiste. Wir haben das jetzt eingesackt, das Öl. Kann sein, dass die Schraube an unserer Metallkiste, die wir da gefunden haben, vielleicht klemmt und man muss sie dann erst schmieren, bevor man sie aufschrauben kann. Kann alles sein. Mehr gibt's hier gerade nicht. Hi, Graf Karabas. Schönen guten Abend. Uah! Fuck. Es gibt eine Lauschmechanik. Ernsthaft? Was war das für ein Geräusch? Du solltest besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Um dein Ohr gegen eine Tür zu drücken, musst du zunächst zur Tür gehen. Sobald du das Lauschen-Symbol siehst, drücke und halte Y. Achte beim Lauschen auf Geräusche, die von der anderen Seite kommen. Ich drehe mal hier ein bisschen den Sound hoch. Butcher, what was that? Oh, mein Controller vibrierte gerade ganz leicht und ich glaube, man hörte gerade auch, glaube ich, kurz ihren Herzschlag. Und ich meine, das war synchron. Also scheint, wenn man sich erschreckt oder wenn die Spielfigur Angst hat, was dann wieder Sinn macht mit dieser Gelassenheit, desto stärker puckert das Herz und desto stärker vibriert dann wahrscheinlich auch der Controller. Interesting. Was können wir hier eigentlich noch machen? Der Kühlschrank ist voller kleiner Notizen und einer Liste mit Hausarbeiten. Okay. So, wir lauschen mal an der Tür. Huch. Die Umgebung erkunden. Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du noch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze die Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort verzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke den linken Trigger. Die Karte wird ständig mit relevanten Informationen aktualisiert. Wirf daher ab und zu einen Blick auf die Karte. Wie oft habe ich jetzt Karte gesagt? Dreimal? Viermal? Fünfmal? Okay. If there's someone at home, I'd rather not bother them. Karte. Ah, okay. Die Karte sagt uns, dass... Das erinnert mich ja mal ziemlich an Willen des Wahnsinns, ne? So mit nach und nach aufdecken, sodass man den Grundriss schon so ein bisschen sehen kann, aber man weiß noch nicht, was hinter den Türen ist. Cool gemacht. Wir wissen, dass in der Küche eine Tür verschlossen ist, darum ist ein Schlüsselsymbol daran. Wir wissen, dass wir da irgendwas reparieren können, nämlich diese Leitung, die da in der Pfütze liegt. Dann, ja, da unten ist eine Tür verschlossen und eine braucht einen Schlüssel. Das war der Schrank unter dem Schrank unter der Treppe. In der Garage waren wir. Und mehr wissen wir tatsächlich noch nicht, weil wir noch nicht durch mehr Türen geschaut haben. Okay, ich gehe mal aus dieser Tür wieder raus. Bitte nicht erschrecken. Okay. Kann ich hier lauschen? Ja. Ich höre nichts. Okay, da kriegen wir jetzt noch keine Info zu. Wir schauen mal durch. Irgendwas höre ich hier auch. Was sagt eigentlich unser Dingens? Ja, das rauscht immer noch fleißig. Diese Früchte sind nur zur Dekoration gedacht, aber sie sehen so echt aus. Ei, so seltsam. Sie haben den Tisch gedeckt, aber niemand hat etwas gegessen. Sogar die Teller sind zugestaubt. Wurden sie alle in die Musikbox gezogen? Ich habe noch nie ein Haus gesehen, in dem die Teller und mit den Büchern zusammen aufbewahrt werden. Wenn man so viele Bücher hat, irgendwo müssen sie hin.
Sie haben sie vor so langer Zeit aufgenommen. Könnte das die Familie sein? Es ist witzig, dass ich glaube, die Charaktere haben alle so ihre eigenen Sprachticks. Und sie hier sagt halt immer so. Spiegel. Ich kann mich nicht an meinem Spiegel sehen. Okay. Wäre auch die Frage, ob das Spielmechanik irgendwie was mit der Spielmechanik zu tun hat, dass die Spiegel so verdingst sind. Was für ein schöner, hoher Tisch. Ich könnte leicht darunter klettern. Aufgemerkt. Ort zum Verstecken, würde ich mal tippen. Okay. Kann ich hier auch lauschen? Ah, okay. Man kann nicht an allen Türen lauschen, anscheinend. André, nee, das weiß ich noch nicht, ob ich das Spiel auf meinem eigenen Channel dann weiterspiele. Kann gut sein. Oder im Zweifelsfall spiele ich es doch auch bei CT Zockt weiter. Das muss ich mal gucken. Hier kann ich lauschen. Ich höre nichts. Hallo? Junge, ist dunkel hier drin. Leere Weinflaschen neben einem Plattenspieler. Yo. Die Senores des Hauses haben ein Piano. Ich wette, es klingt wunderbar. Ja, das dachte Daniel auch schon. Okay. Diesmal kam, nachdem ich auf das Piano gehauen habe, nicht nur dieses komische Geräusch, dieses Wummern, sondern hab Schritte gehört, oder? Habt ihr auch Schritte gehört? Und dann hat auch wieder unser Herz gepuckert. Jemand in diesem Haus spielt wohl gerne Schach. Das scheint mir auch so. Caramba! So viele Flaschen. Diese Leute trinken gerne viel. Rob the Ripper. Hallo erstmal. Und schön, dass du es auch gehört hast. Ich frage immer mal wieder nach, ne? Nur der Vorsicht halber, so dass ich nicht tatsächlich eigentlich wahnsinnig werde. Was hat sie zur Pflanze zu sagen? Diese Pflanze fängt an zu welken. Ich denke, sie braucht etwas Wasser. Okay. Geschichtsmagazine, da geht es um viele Völker und Epochen. Okay. Sie kann was zum... Der Kamin. Wenn ich das richtige Zeug finde, könnte ich es anzünden. Okay. Ja, mit Sicherheit gebe ich gleich ein Konzert im Spiel. Ein Tier zu jagen und es dann nicht zu essen, ist respektlos gegenüber der Natur. Ich hoffe, sie haben es gegessen. Nein, das Thema fangen wir jetzt nicht an. Ich soll den Kamin anzünden? Ich habe Streichhölzer. Und Öl. Geht beides? Warte mal, wenn ich das hier benutze. Noch nicht, ich muss das Holz vorher vorbereiten. Ist da schon Holz drin oder nicht? Wenn ich da Öl drauf mache? Ach, nope. Ich brauche etwas Benzin, um das Feuer anzuzünden. Okay, nee. Bücher von Sebastian P. Husher, dem Senior des Hauses. Eines Tages muss ich eins lesen. Mhm. So. Jo, da können wir den Kamin theoretisch anzünden. Was ist das da drüben für ein Symbol? Wohl im Esszimmer? Halt mal, hatten wir das da hinten? Stopp. War hier nicht gerade was? Ja. Das Haustelefon sieht nach einem sehr alten Modell aus. Das Esszimmer hat dieses... Ist das ein durchgestrichenes Auge? Heißt es, da ist es dunkel? Oder was soll mir das sagen? Kann ich hier horchen? Nein.
War da gerade was auf der anderen Glas, auf der anderen Seite dieser Tür? Oder habe ich mir das eingebildet? Kann sein, dass es nur meine Lampe war. Ja, kann sein, dass es nur meine Lampe war. Ja, mit Sicherheit. Conny, ich glaube, den Punkt, den du meinst, das dachte ich auch schon ein paar Mal, das ist das Licht unserer Taschenlampe, was durch die Karte durchscheint, weil die ja so semi-transparent ist. Und ich glaube, das war der Punkt. Ja, mit Sicherheit ist hier alles sicher. Total. Aber ja, Conny, da hatte ich kurz vorhin an einer anderen Stelle auch gedacht, hä, Moment, war da nicht was? Aber es ist das Licht unserer Taschenlampe, was da so durchfunzelt. Da hinten geht es auf jeden Fall in Richtung dieser Tür, durch die Daniel dann verschwunden ist vorhin. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir schauen mal hier. Da waren schon wieder Schritte und mein Herz wummert. Das ist wirklich nett gemacht mit dem... wieso wummert das immer noch? Okay, jetzt hat's aufgehört. Das ist nett gemacht mit dem Controller. Ich höre nicht. Aber gerade eben habe ich wieder Schritte laufen hören irgendwo. Hallo? Ah ja, hier wollte ich hin. Quanto libros. Ich bräuchte 2 Leben, um die alle zu lesen. Das sind alles Geschichtsromane und Abenteuer. Das hier habe ich gelesen. Gold in the Andes. Buenísimo. Dieser Globus sieht so alt aus und ich könnte ihn so leicht auf den Boden werfen. Okay, alle reden irgendwie da drüben. Daniel vorhin auch schon. Irgendwie geht es darum, diesen Globus kaputt zu machen. Vielleicht ist da irgendwas drin? Eine Kamera, die nur zur Dekoration hingelegt wurde. Warum, woher weiß sie das? Woher wissen die, dass das nur eine Attrappe ist, frage ich mich. Ist hier irgendwas anders? Nee. Ja. Ari, die Batterien gehen nie leer. Das hatten wir vorhin extra am Anfang des Spiels vom Spiel gesagt bekommen, dass die Lichtquellen bestehen bleiben und dass man nicht irgendwie auf Batterien achten muss oder so. Gruselige Bücher. Ich sollte meiner Schwester 1 davon geben, damit sie nicht so viel schläft. Äußerst technische Bücher in vielen Sprachen. Ich wünschte, 1 davon wäre über Elektronik. Ich will mehr darüber lernen. Okay. Ich kenne keines dieser Bücher. Achso, das sind wieder die Schwerter hier. Oh, ich kenne diese Schwerter aus diesen japanischen Comics. Meine Schwester Rosa mag sie so sehr. So, das hier ist die Schublade, von der wir vorhin sprachen. Aha. Bucha, ich werde die Schublade nicht öffnen können, wenn ich sie nicht vorher einfette. Ja, bitte. Einmal das Öl, bitte. Boop. Aha. Hauptschlüssel. Sieht aus wie ein alter Schlüssel. Es war in der blockierten Schublade in der Bibliothek. Der Unschärfe-Effekt ist nett, wenn man das Ding dreht, dass dann hinten unscharf wird. Jo. Ich habe diese alten Schlüssel hauptsächlich in Peru gesehen. Sie öffnen verschiedene Schlösser. I guess. Okay, das heißt, wir haben den Schlüssel. Da ist eine Mappe in der Schublade. Können wir die auch noch haben? Haiku-Mappe. Ein Teil von einem Sammlerstück. Eine rötliche Mappe mit einem Haufen Papiere. Und Haikus? Können wir damit irgendwas machen? Kann ich den nicht aufmachen? Haikus 3 von 3. Oh, das ist irgendwie ein Sammelgegenstand oder sowas? Ist da noch irgendwas drin? Ich sehe absolut nada, was ich nehmen könnte. Ein Bild von Saul und die staubige Notiz. Ah, okay, aber Moment mal, diese Mappe. Da haben wir die Mappe. Okay.
Na gut. Können wir gerade nichts mitmachen, glaube ich. Schwert hatten wir. Den Schreibtisch können wir nochmal kommentieren. Der Senior des Hauses ist ein Schriftsteller. Er sieht aus, als wäre er sehr altmodisch. Okay. So, wir haben den Schlüssel. Ich würde hier jetzt eigentlich ganz gerne nochmal lauschen, aber ich darf nicht. Das heißt, wir gehen hier einfach wieder raus. Ja, Conny. Können auch einfach direkt erstmal die Haiku machen. Boah, fuck! Entschuldigung. I shouldn't answer the phone. Should I? Ja, geh doch ans Telefon. Hi. Hello? Hello? Who is this? I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the? Auflegen. Who was that? Ja, Conny, das habe ich mich gerade auch gefragt. Also, das war eine Kinderstimme, die gesagt hat, wir können unser Zimmer nicht verlassen. Viel versprechen. Können wir hier lauschen? Wir auch nicht lauschen. Nee, das wollte ich nicht. Karte. Hier geht's wieder auf den Flur. So, jetzt können wir mal schauen, was passiert, wenn wir hier die Tür zu diesem Flur unter der zu diesem Schrank unter der Treppe aufmachen. Hier können wir auch nicht lauschen. Dieser hier. Können wir hier lauschen? Okay. Gut, nichts zu hören. Das heißt, wir sollten hier jetzt den Schlüssel benutzen können, ja. Aha. Klack. Chevere. Die Tür hat sich geöffnet. Okay. Ja, mach mal auf. Dreh mal wieder um. Okay, es ist kein Schrank unter der fucking Treppe, es ist der Keller. Yo! Warum dreht die Musik ab? Hallo Adana, schönen guten Abend. Und ja, wir machen verspätetes Halloween quasi und spielen Song of Horror. Und einmal habe ich mich schon ordentlich erschrocken gerade. Wegen eines Telefons, weil ich so ein harter Kerl bin. Ja. Okay, wir haben den Zugang zum Keller gefunden. Das ist ja super. Ja, genau. In der Küche war noch eine Tür zum Aufschließen. Und außerdem haben wir ja noch den ganzen Weg nach hinten da, wo Daniel dann verschwunden ist. Und wir können theoretisch nach oben. Und wir können jetzt theoretisch auch noch nach unten. Also in den Keller. Ist die Küche? Ist das hier die Küche? Ja, hier geht's lang. Oh, bin ich auch natürlich nicht... Junge, warum dreht die Musik hier so ab? Ist das diegetische Musik? Ich hoffe, es ist keine diegetische Musik. Das wäre nämlich sehr gruselig. So, vielleicht, wenn wir hier durch die Tür... Ich höre noch ein neues Geräusch, oder? Ich horche mal hier. Boah, wenn an einem hier die Spielmusik so reinfunzelt, ist natürlich mit Lauschen teilweise ein bisschen schwierig. Okay, wir können hier aufschließen, hoffe ich. Wenn wir den Hauptschlüssel haben. Ja, Schlüssel passt. Okay. Wir schauen hier mal rein.
pfeift hier der Wind durch? Ein offener und leerer Kleiderschrank. Ich würde sogar hineinpassen. Merken, wir können in den Kleiderschrank und wir können unter den Tisch im Esszimmer. Vergiss es, Lina. Das ist ein totales Durcheinander. Okay. Da ist das Holz. Jo, Brennholz, ein Haufen Holzscheite. Nehmen wir. Dieses Brennholz wurde mit einer Axt sauber zerhackt. Ja, nimm mit. So, was haben wir hier? Oh, Dios mio. Oh weh, die armen Vögelchen. Was ist mit diesen armen Tieren passiert? Wahrscheinlich verhungert? Ja, danke, Conny. Okay, wir gehen hier mal wieder raus. Das war ein spontan anspringender Ventilator. Kann man ja auch mal machen. Okay. Wir haben immer noch, jetzt haben wir in dem Zimmer, wo wir gerade waren, in diesem Abstellraum, auch dieses... Ah, jetzt verstehe ich, was das ist. Was das für ein Symbol ist. Das sind Verstecke. Im Esszimmer ist der Tisch und im Abstellraum oder in dem Lagerraum, wo wir gerade waren, war der Schrank. Da nehme ich mal an, dass das Verstecke sind. Good to know. Okay, und ja, die ganze Elektronik in der Bude spielt verrückt. Dann ist es natürlich auch völlig klar, dass auf einmal der Ventilator anspringt. Wäre ja... Kann ja nur das sein. Und wir können hier jetzt auch nicht mehr in den Türen lauschen. Wahrscheinlich sollte man... Muss man wirklich sehr aufmerksam darauf achten, an welchen Türen man lauschen bzw. wieder lauschen kann. Hier kann ich auch nicht lauschen. Ich würde jetzt aber tatsächlich hier erstmal... Obwohl, wollen wir hier weitergehen oder wollen wir im Wohnzimmer das Feuer anzünden? Das wir jetzt ja anzünden können sollten. Und nein, das ist keine diegetische Musik, das ist Spielmusik. Ich guck mal ins Wohnzimmer und schau mal, ob ich das Feuer... ob ich hier das Feuer anbekomme. Ohne mich zu Tode zu erschrecken. So, hier. Feuerholz. Zap. Und können wir das jetzt anzünden? Und wenn ja, was bringt's? Ich glaube nicht, dass ich das Holz mit diesen Streichhölzern alleine zu brennen bekomme. Okay, wir brauchen... Wir probieren wirklich mal die Haiku-Mappe. Nee, funktioniert nicht. Aber was anderes haben wir gerade nicht. Okay, wir brauchen also tatsächlich noch irgendwie einen Anzünder. Also Papier oder Benzin. Nee, vorhin sagte sie irgendwas von Benzin. Viu, zu deiner Frage... wir sind in diesem Haus, weil... Also sie hier ist jetzt in diesem Haus, weil sie eine Sicherheitsexpertin ist, die für eine Sicherheitsfirma arbeitet, in die, so wie ich das verstanden habe, in diesem Haus die Alarmanlage verbaut hat. Und wir konnten am Anfang aus vier verschiedenen Charakteren wählen, und ich habe sie genommen, die alle irgendwie was mit diesem Haus zu tun haben. Sie ist jetzt eben die Sicherheitsexpertin, die irgendwas mit der Alarmanlage zu tun hat, und... einer wäre der Haushälter des Hauses gewesen, der wohl gerade unterwegs war. Und die anderen beiden hatten beide was mit dem Charakter zu tun, den wir im, Hallo Lone Wolf, schön genannt, den wir im Tutorial sozusagen gespielt haben. Nämlich seine Ex-Frau und sein Chef sozusagen. Liane, alias Nerdgirl, spielt jetzt auch Seven Days to Die, falls da jemand hin will. Okay, dann sollten wir wahrscheinlich... Vielleicht können wir aus dem Motorrad irgendwie Benzin abpumpen oder so.
Ah, okay, Vio, verstehe. Ja, wie gesagt, also sie ist jetzt, nehme ich an, in dem Haus. Wir konnten sie wählen, weil sie für die Sicherheitsfirma arbeitet, die hier irgendwas mit der Alarmanlage zu tun hat. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ah, okay, verstehe. Sie streamen nicht live, sondern zocken unter sich. Auch gut. Wo war die Garage? Hier. Wir schauen mal, ob wir da irgendwie an Benzin kommen. Hallo? Boah! Da! Das klang wie ein Hund. Wer hat den Hund getreten? Ich trete euch die Fresse ein, wenn ihr den Hund tretet. Hier nicht. Der kriegt keinen Strom. Okay, hier kriegen wir offensichtlich keinen Benzin. Ja, den Gasbrenner habe ich auch schon gesehen, aber ich kann hier nichts machen. Ich kann mit dem Boiler noch nicht interagieren, weil der noch keinen Strom hat. Hier finden wir nichts. Und das zum Motorrad sagt sie nicht mehr, als dass ihr Roller dagegen klein wirkt. Ich gucke gerade nochmal. Oh, halt! Bedienungsanleitung für Boiler, oberes Bedienfeld. Abschalten, drücken Sie den linken Knopf. Start, drücken Sie den mittleren Knopf. Entleeren, drücken Sie den rechten Knopf. Achso, ich kann das auch nochmal so lesen. Im Falle einer Fehlfunktion, die eine korrekte Nutzung des Boilers verhindert, können Sie eine Notabschaltung durchführen, indem Sie den blauen Knopf für 4 Sekunden gedrückt halten. Okay. Ich finde es übrigens cool, dass sie alles lokalisiert haben soweit. Nur halt die Sprachausgabe nicht, aber so Sachen wie diese Tafel da gerade an der Wand, die hätte man ja auch einfach per Text übersetzen können. Aber es ist synchronisiert. Lokalisiert, verdammt nochmal. Okay. Knopf ein, aus. Ja, das kommt sicher später noch und klingt nach Rätsel. Ist hier noch irgendwas? Oh! Das klang nach unserem Walkie-Talkie. Okay. So, jetzt erstmal nicht. Sie erschreckte sich auch gerade und ihr Herz puckerte auch wieder. Ja, Vio habe ich gerade probiert. Das bringt nichts. Da passiert nichts. Wenn ich da X drücke, tut sich nichts. Und kombinieren kann ich es auch nicht. Da sagt sie von sich aus schon, ich gucke hier gerade nochmal. Mit der Tür kann ich nichts machen. Fahrrad kennen wir schon. Lauschen darf ich wieder nicht. Wir gehen hier erstmal wieder raus. André zur Werkbank sagt sie auch nur wieder, dass da Bohrer und Werkzeug rumliegt. Aber kein Kreuzschlitz-Schraubendreher. Den wir ja brauchen, um diese Kiste aufzubekommen. Diese Tür war immer noch verschlossen. Von der anderen Seite. Könnte da vielleicht die andere Hälfte von diesem Schlüssel drin stecken, wo wir den Ring gefunden haben. Hier dürfen wir auch nicht lauschen. Und ja, hier geht's in den Keller. Ich will erstmal dieses komplette Stockwerk abhaken. Entschuldigt, dass ich hier so rumfrickele. Ich will nur nichts verpassen. Und ich will jetzt erstmal da in den Raum gucken, wo Daniel verschwunden ist vorhin. Also hier. Hopp. Conny, zu deiner Frage von vorhin. Ich kann mir gerade den... Ist da nicht so ein Punkt an diesem Pott hier unten? Oder ist das... zu deiner Frage, ich kann, glaube ich, nicht unter den Tisch gucken. Ich kann hier nur
was, wenn ich damit interagiere, sagt sie, ich könnte leichter runterklettern. Also sie sagt, hallo, hier, da wird nachher ein Versteck sein, höchstwahrscheinlich. So, wir gucken hier mal rein. Hallöchen. Ach, nope. Interesting, der ist jetzt abgeschlossen, aber wir haben den Schlüssel. Yes, chevere. Die Tür hat sich geöffnet. Okay, und an den Türen, die so ein Glasfenster haben, können wir auch nicht lauschen, offensichtlich. Oh. Yeah. Da war vorhin die Tür, durch die Daniel gegangen ist. Da ist jetzt offensichtlich keine Tür mehr. Klassische Musik, es passt perfekt zu diesem Haus. Was haben wir hier noch? Zeitung. Und hier lag... Ja, da ist der Schraubendreher. Da ist er. Zap. Ein Flachkopf-Schraubendreher. Er sieht so aus, als hätte er schon bessere Tage gesehen. Können wir den noch als Waffe benutzen oder so? Es ist einfach, die Schrauben mit einem so langen Schraubendreher zu lösen, auch wenn sie rostig sind. Yes, dann schauen wir doch mal, wie das Kombinieren funktioniert. Das Kombinieren mit dem hier. Tada! Sicherung. 4 Sicherungen, sie waren in einer alten Metallkiste. Ah ja, mit verschiedenen Widerständen. 15, 10 Ampere, 20 und 25. Da rieche ich doch auch schon, dass man da irgendwie was Rätseliges lösen muss. Solche Sicherungskästen werden schon seit langer Zeit nicht mehr hergestellt. Ja, okay. So, Moment. Was können wir hier noch machen? Oh! Okay, das war nicht unser Walkie-Talkie. Das war das Radio, was da auf dem Tisch stand. Das gerade losgefunzelt hat. Bestimmt alles nur, weil die Sicherungen raus sind und weil der Strom spinnt. Nicht, weil irgendwas gruselig ist. Es liegt so viel Gerümpel herum, als ob sie alle Kisten geleert hätten, um nach etwas zu suchen. Okay. Schöne Geige. Ja, yeah, und überhaupt nicht gruselige Puppen hier, oder was das sein soll. Ach, hier sind, glaube ich, Statuetten. Was ist gerade mit dem Radio los hier? Dieser ganze Raum riecht nach Tabak. Ja, es scheint mir ein Raucherzimmer zu sein, oder? Oder ein Salon oder so. Ich verstehe, dass Menschen für Nahrung jagen, aber das ist zu viel. View, ja, ich gehe davon aus, dass das mehr wird. Eine weitere Info, die ich zu dem Spiel habe, ist, dass eine KI die Gruselmomente steuern soll. Die dann auch auf einen reagiert, also auf die eigene Spielweise. Woraus ich jetzt erst, da habe ich nicht weiter nachgeforscht, aber ich verstehe das so, dass das jetzt nicht unbedingt geskriptete Ereignisse sind, sondern dass es tatsächlich quasi zufällig generierte oder eben durch eine KI, die irgendwie auf uns reagiert, ausgelöste Effekte sind. So, und jetzt schauen wir hier mal die Wand an. Da hängt was. Notizen von Julia und Saul. Ein bekritzeltes Stück Papier aus dem Raucherzimmer in der Haschervilla. Jede Menge zu lesen, okay. Julia schreibt, nämlich, ich nehme an, dass das heißt, dass es Julia geschrieben hat. Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen, aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel in ihrem Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen, dann wird Mami mir glauben. Und Saul schreibt, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Halt. Nee, ich wollte das nochmal lesen. Ich wollte das nur erst drehen. So. Mami war sehr böse und hat Julia immer weiter angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Ich verstecke den Schlüssel im Puppenhaus. Ja. Und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin das Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Die andere liest, während ihre Schwester ein Bad nimmt. Die hässliche Puppe bewacht die Tür,
Ich kann sie nicht leiden. Okay. Ist das hier dann eine der Puppen? Ja, wahrscheinlich analysiert Schrei und Atmung, irgendwie sowas, oder den Controller festhalten. Und was ist hier noch? Pachama, Mutter Erde. Okay, da fängt ihr Herz an zu puckern. Wo kommt das schwarze Zeug her? So, und jetzt habe ich hier garantiert was Wichtiges abgehakt. Das heißt, selbst wenn es jetzt geskriptet sein sollte, passieren doch jetzt bestimmt gruselige Sachen, oder? Puppenhaus, der Schlüssel zu dieser Tür, also zu dieser Tür, die verschwindet, ist im Puppenhaus. Und irgendwas, irgendwie müssen wir, es klingt so, als müssten wir Puppen suchen. Eine Puppe, Knarz, eine Puppe bewacht die Tür. Eine ist in der Küche, eine ist im Bad. Was ist mit der Tür? Da. Hello. Is there anyone there? Yo! Kann ich, darf ich? Oh! Die Tür drücken und blockieren. Etwas versucht hereinzukommen. Verhindere, dass sich die Tür öffnet. Um Kraft zu sammeln, drücke wiederholt auf A. Sobald du dich stark genug fühlst, um gegen die Tür zu drücken und sie zu blockieren, drücke auf rechten Trigger. Zu warten, bis deine Kraft am größten ist, ist effektiv, aber riskant. Du entscheidest, wann du gegen die Tür drücken möchtest, aber sei extrem vorsichtig. Egal, was passiert, sorge dafür, dass sie geschlossen bleibt. Was kommt denn da für Hände raus? Die Tür sei extrem vorsichtig. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut. Was auch immer das war, es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein, es könnte dein Leben retten. Ja, okay, verstehe. Das heißt, obwohl wir diese Tür schon kennen und schon mal dran gelauscht haben, können wir jetzt wahrscheinlich wieder dran lauschen. I butcher, ja. Who pushed that door? What's happening? Jo, sie ist ein bisschen unentspannt gerade. Pucker, pucker, pucker. Was war das? Können wir hier mal horchen? Da fällt mir direkt mein Headset vom Kopf. Okay, das klang so, als sollten wir jetzt nicht aus dieser Tür rausgehen. Jetzt ist es weg. Ich kann mal gucken, ob wir jetzt was mit dem Tisch hier machen können. Nee, anscheinend nicht. Es sei denn, es gibt noch irgendeinen Button, aber wir haben auch noch kein Tutorial dafür bekommen, das uns gesagt hat, wie man unter Tische klettert oder in Verstecke sich in Verstecken versteckt. Tja, jetzt ist die Frage. Es gibt mehrere... jetzt immer so kleine Schreckenslaut. Ist das diese Uhr oder ist das die im Flur? Sie macht jetzt immer so kleine Schreckenslaute irgendwie. So.
Ich weiß nicht genau, ob das irgendwas zu sagen hat. Okay, können wir überall nicht lauschen. Hier geht's wieder in die Bibliothek. Haben wir das da schon? Ja, okay. Wir schauen mal wieder in den Flur. Konnten wir... Okay, ich schätze mal, das sagte uns jetzt, dass wir jetzt nach oben dürfen. Man hört aber gerade auch irgendwie einen Schritt von oben, meine ich. Welches war denn die Tür, durch die vorhin die... Aus welchem Raum kamen denn die Hände? War das die Küche? Ja, wir waren ja gerade im Esszimmer. Und dann kam durch die Tür, die da jetzt ganz oben ist auf der Karte, kamen die Hände. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die Küche. Hi! Ach nee, gar nicht wahr. Das war dieser Servierraum. Hier. Hier kam, das hier war die Tür, wo vorhin die Hände durchkamen von der anderen Seite. Okay. Ich schaue hier einfach nochmal ein bisschen rum. Vielleicht... So, hier ist die spratzelnde Leitung. Ja, Conny, das ist die klassische Horrorfilm und Spiel. Da lief jemand. Dösigkeit. Bei uns puckert auch schon wieder das Herzchen. Nicht zu knapp. Okay, jetzt dürfen wir nach oben. Ich schätze mal, wir sollen das Kinderzimmer finden, oder? Oh, Moment mal. Da hing mal ein Bild an der Wand. Hier würde normalerweise ein Gemälde oder ein Spiegel hängen. An der Wand ist noch ein Umriss erkennbar. Ist ja beruhigend. Oh, dieser Mann sieht so besorgt aus. Hier steht, dass das Bild aus dem Jahr 1634 ist. Kennt den Herrn jemand? Ah, wir können nach draußen gucken. Wenn ich woanders wäre, könnte ich mich einfach zurücklehnen, entspannen und zusehen, wie der Wind durch die Bäume weht. Okay, Hashtag Dieb. Sehen wir hier aus dem Fenster irgendwas Spannendes? Ich jetzt so nicht. Okay. Hier haben wir ein Türchen. Ah, okay, wir haben jetzt eine andere Karte offensichtlich. Für verschiedene Stockwerke. Mhm. Schwarz-Weiß-Foto. Ein Bild von Hushers Frau Catherine mit ihren Kindern Julia und Saul. André, nein, ich war noch nicht im Keller. Schau dir dieses... I just lost the game. Ich so... Ah! Mano. Scheiße. Okay, effektive Jumpscare. Fucking hell. Das war ziemlich gut, ja. Entschuldigt, dass das ein bisschen laut war. Damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Warum habe ich damit nicht gerechnet? Ich scheine ein bisschen aus meiner Horrorspielgewöhnung raus zu sein. Ich hatte mit der Mechanik jetzt gerade tatsächlich nicht gerechnet. Ich hatte eher gedacht, dass dadurch, dass ich mir das Foto jetzt angesehen habe, jetzt von außen irgendwas passiert. Also, dass jetzt gerade, dass die Geister in dem Haus jetzt sauer werden. Okay, wir sollen dieses Foto nicht anschauen.
Grinsebacke. Haben wir das Bild jetzt mitgenommen? Ja, wir haben das Bild mitgenommen und haben weiterhin diesen netten, wer auch immer es ist, hier drauf. Was zum? Okay. Alles cool. Wir sind alle cool. Ein Roman von Sebastian P. Husher, The Golden Bonfire. Das goldene... Was war das? Das goldene Lagerfeuer sozusagen. Ja, hatte ein bisschen was vom Joker, da hast du recht, Ari. Inka-Figuren, ich kann sie mit geschlossenen Augen erkennen? Ach so, im Sinne von, sie weiß, was wie Inka-Figuren aussehen. Da hörte man gerade wieder irgendwas und mein Controller fängt auch an zu puckern. Achso, das ist die Veranda. Ich dachte gerade, was zum Teufel ist das für eine komische Tür? Super. Okay, also hier ist irgendwie so ein Quergang. Ah ja. Arbeitszimmer. Können wir auf die Veranda raus? Da draußen ist irgendwas Rotes. Ein Grill? Was ist das? Es wird schwer sein, den Strahler einzuschalten, wenn er nicht eingesteckt ist. Ja. Wenn ich ein paar Klemmen für die Batteriepole hätte, könnte ich sicherlich den Scheinwerfer einschalten. Okay. In diesem Sack muss Pflanzenerde sein. Die Pflanzen im Garten sehen besser aus als die Pflanzen, die im Haus stehen. Ja, Überraschung. Grillzange. Eine Grillzange mit Holzgriff, ideal zum Grillen. Das ist eine gute Zange, gute Griffigkeit. Okay. Haben wir. Shadowhawk, hallo überhaupt erstmal. Und ja, dachte ich auch gerade. Vielleicht kann man damit quasi so eine Doppelklemme für die Autobatterie improvisieren. Alles Gute zum Jahrestag. Die Kerze brennt immer noch? Oder warum brennt diese Kerze? Okay. Da wollte jemand seinen Jahrestag feiern. Wir schauen mal, ob wir mit dieser Klemme hier irgendwas machen können. Ich würde dadurch nur einen Kurzschluss verursachen. Ja, nee, funktioniert nicht. Da brauchen wir vielleicht wirklich erst irgendwelche Klemmen. Nee, ich bräuchte ein paar Klemmen. Okay. Aber interessant, es gibt ja diverse Möglichkeiten, offensichtlich um Licht zu machen. Wir könnten diesen Strahler einschalten, wenn wir das Ding richtig bebasteln. Wir können das Feuer im Wohnzimmer anzünden. Klingt für mich irgendwie alles danach, als müssten und sollten wir Licht machen. Um vielleicht was auch immer Gruseliges von da dann fernhalten zu können oder so, weil es nicht im Licht existieren kann, irgendwie sowas. Würde zumindest irgendwie so aus Horrorfilm, Horror-Trope-Perspektive, Sinn machen, glaube ich. Fernbedienung, eine normale Fernbedienung für das Garagentor. Die Tasten sehen etwas abgenutzt aus. Binary. Oh cool, guck mal. Das ist ja nett gemacht, dass die Objekte, wenn man sie sich anguckt, physikalisch korrekt so hin und her fluddeln. Okay, sieht aus wie eine Art Fernbedienung, die für Markisen oder Metalltüren verwendet wird. Damit können wir wahrscheinlich das Garagentor öffnen. Hätte ich jetzt mal getippt. Dieser Sessel würde mir besser gefallen, wenn er nicht so stark nach Tabak riechen würde. Okay, der Herr hat anscheinend fleißig geraucht. Ich könnte mich unter diesem Tisch verstecken, wenn ich müsste. Welch interessanter Kommentar. Okay, wir können uns da verstecken. Was haben wir hier? Noch mehr Bücher.
Handbücher zu vielen Themen. Ich habe dieses Buch über elektrische Schaltung in meinem Studium gelesen. Aha. Okay. Halt, hier war noch was. Eine Landschaft ohne Seele. Hier steht, dass es 1906 gemalt wurde. Landschaft ohne Seele. Oh, noch mehr Bücher. Wörterbücher und Enzyklopädien. Für einen Schriftsteller müssen sie die gleiche Bedeutung haben wie meine Werkzeuge für mich. Ja, da würde ich mal von ausgehen. Angenehme Masken hier. Können wir hier gucken? Masken, aber nicht wie die aus meinem Land. Vielleicht sind sie aus Afrika. Bah, Knatter. Ein Aktenschrank aus Holz. Hier bewahren die Senores des Hauses die Kontaktinformationen ihrer geschäftlichen Kontakte auf. Okay. Und dann ist hier eine Tür. Okay, wir haben hier auch das Symbol, dass wir uns hier verstecken können. Wir können an dieser Tür... Fuck! Okay, das war auch wieder ein Radio, was da, da auf dem Tisch steht. Das scheint ein wiederkehrendes Element für Jumpscares zu sein. Aha! Dieses Stück zerbrochenes Metall hat die Tür blockiert. Das dürfte doch der Schlüssel sein. Den können wir jetzt aber höchstwahrscheinlich nicht einfach so mit diesem Ring kombinieren. Wenn ich diesen Ring mit diesem Stück Metall irgendwie verbinden könnte. Wir müssen wahrscheinlich erst Kleber finden oder sowas. Okay, das heißt, hier kommen wir noch nicht weiter. Ich hoffe, das sind wieder die Rohre. Adana, ja, mit schön mit Spucke dran pappen. André, ich kann das nochmal probieren, aber, also ich kann mal probieren, ob ich den Schlüssel da irgendwie rausfummeln kann. Ach. Nee, damit werde ich jetzt nicht greifen können, sagt sie auch extra. Nimodo. Okay. Ich jogge hier mal so durch dieses Geisterhaus, ne? Gut. Gucken wir einfach mal auf die andere Seite hier. Da. Zweiter Brief von Isaac Ferber, ein Brief für Hascher, geschrieben am 10. August 1998. Der Brief wurde vom Besitzer eines Antiquitätengeschäfts geschickt. Lieber Sebastian, ich wollte dir mitteilen, dass ich eine dringend benötigte Auszeit nehmen werde und mein Geschäft daher ab morgen geschlossen sein wird. Ich wollte, dass du es von mir erfährst und nicht über ein Schild an der Ladentür. Meine Tochter ist gerade verreist und ich muss gestehen, dass ich die täglichen Anforderungen nicht alleine bewältigen kann, vor allem da ich in letzter Zeit nicht gut schlafen konnte. Mhm. Sobald sie zurück ist, wird das Geschäft wieder geöffnet. Du wirst der Erste sein, den ich benachrichtige. Ich hoffe, dass es mir bis dahin besser geht. Bitte grüß deine Familie von mir. Hochachtungsvoll, Isaac Ferber. Hat er vielleicht ein bisschen viel Spieluhrmusik gehört? Okay. Noch mehr von den schönen Gemälden. Beziehungsweise hier sogar noch mal das gleiche, was auch unten. Ah! Ah! What just happened? Ah! Okay. Können wir hier mal lauschen? Hallo? Nichts zu hören. Unser Herzchen hat auch wieder aufgehört zu puckern. Schau einfach mal rein. Junge, was hängen die sich denn hier für Gemälde an die Wand? Sieht ja so schon creepy aus. André, dann funktioniert das Spiel ja gut, wenn du dich auch erschreckst. Alter, Plattenspieler. Alles ist voll mit Plattenspielern in dieser Bude. Was haben wir hier? Bauplan der Hascher-Villa. Eine Seitenansicht der Villa mit ein paar Notizen drauf. Ja, so diverse Daten. Und was steht da? Das Gerüst kommt hierher. Okay. Oh. Gerüst aufbauen, Außenseite lackieren, Lecks reparieren, lose Ziegel befestigen, alte Rohre prüfen. Ja, das hätten sie mal machen können, so wie das die ganze Zeit am Rumoren ist hier drin. Entschuldigung.
Entschuldigung an alle, die sich erschrocken haben. Bei dieser Sicht durch dieses Fenster, mal davon abgesehen, dass es total so wirkt, als würde uns jemand von außen zugucken, muss ich an das originale... Ist es Alone in the Dark? Da, wo diese Hunde durch die Scheiben gesprungen kommen? Oder ist das auch Resident Evil? Hier können wir auch nochmal horchen. Ich höre nichts. Ja, André, ich erinnere mich auch an die Szene in Resident Evil 1, aber es gab auch in Alone in the Dark, in dem ganz alten, gab es auch so eine Szene, an der sich nämlich Resident Evil orientiert hat, mit dieser Szene mit den Hunden. Da brach dann irgend so ein komisches, völlig polygoniges Vieh durch die Fenster. Okay, hier können wir auch nichts hören. Nope. Ah. Hello, ma'am? What is wrong with her? I need to find a way to get in there. Okay, die Tür ist zu, aber da drin weint jemand. Und es scheint so, als könnte man theoretisch auch von, man könnte es auch von der, vom Hauptflur sozusagen erreichen. Wir gucken hier mal zurück. Können wir auch nochmal lauschen jetzt? Nee. Oh, ich wollte durch die Tür. So. Bumm. Hi, Makai. Schönen guten Abend. Könnte theoretisch auch von hier reinkommen. Können wir hier mal horchen? Nee, nichts zu hören. Wir gucken mal. Der Waschraum oder das Wäschezimmer? Oder ist das ein Klo? Trockene Farbe und einige eingetrocknete Pinsel. Die Regale sind voller alter Flecken, die sich mit der Zeit angesammelt haben. Ja, Conny, ich bin auch gespannt, wofür die Verstecke noch gut sein werden. Alte Gemälde, die in der Ecke aufgestapelt wurden, wie altes Gerümpel. Sie sind von 1883 und 1790 so alt. Was ist das hier für ein Punkt direkt vor uns? Ist das dieser hier? Hm. Man kann erkennen, dass etwas unter der Falltür dort geschleift... Was? Dass etwas unter die Falltür dort geschleift wurde. Falltür? Oh. Ach, Falltür über uns wahrscheinlich. Ist das... Oh ja, hast recht, Shadowhawk. Das könnte so ein Dunkelzimmer sein, ne? Hier hängen ja auch Fotos an der Wand, wenn ich das richtig sehe. Die kann ich mir aber nicht ansehen. Was ist denn das hier? Hier ist auch noch so ein Punkt. Oder ist das der hier? Halt! Da war gerade Interaktion möglich. Da. Ah, siehste. Ja, hab ich doch richtig gesehen. Sie haben die Falltür geschlossen. Um sie zu öffnen, brauche ich etwas, mit dem ich an dem Ding da oben ziehen kann. Okay, kann ich hier erstmal was mit diesen Schleifspuren machen? Da konnte ich doch interagieren. Okay. Ja, an die Grillzange dachte ich bei dem Ding da oben natürlich auch, aber hier, also unten an den Spuren, kann ich damit nichts machen. Keine Ahnung. Ich kann mal gucken, ob ich mit der Grillzange an das Ding da oben dran komme, aber normalerweise kann ich da doch... Würde ich doch jetzt einen Prompt dafür kriegen, oder nicht? Nee. Scheint nicht zu funktionieren.
Conny, weil es geht. Hier ist schon wieder so eine Kamera. Oder ist das diesmal eine echte Kamera? Ich habe jetzt gerade, glaube ich, hier drin alles gesehen, oder? By the way, wir haben es schon wieder 21:15. Habt ihr Bock, noch ein halbes Stündchen länger zu machen als normalerweise? Ich habe auf jeden Fall Bock. Mich fesselt das Spiel einigermaßen. Normalerweise würde ich ja um 22:30 Schluss machen, um dann in meinen Privatstream zu wechseln. Aber wenn ihr auch Lust habt, mache ich hier noch bis 11 weiter. So. Ich wüsste jetzt gerade nicht mehr, was hier zu tun sein sollte. Wir gucken erstmal weiter. Wir wissen, dass wir irgendwas brauchen, um die Falltür oben rauszuzergeln. Was haben wir hier? Laut Karte könnte man hier durch theoretisch auch in die richtige Richtung kommen. Wir horchen mal. Nö. Nichts zu hören. Ah, okay. Nope. Die ist... Da ist ein X. Ich nehme mal an, dass das dann wirklich zu bedeutet. Und hier. Höre ich auch nichts. Ari, manchmal sind hier, glaube ich, so Soundartefakte, die irgendwie zu hören sind. Und ich höre das Rauschen auch. Aber ich weiß halt nicht, ob das... Unser Walkie-Talkie rauscht schon die ganze Zeit. Alles klar, Valeria. Danke dir fürs Reinschauen und eine gute Nacht. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier durchgehen. Ah, Badezimmer... Geschirrtuch, ein schmutziges Geschirrtuch. Da das irgendwie an so einem quasi, also es muss, weil es irgendwo drüber hängen muss, physikalisch, sieht es irgendwie so aus, als würde als würde da irgendwie ein Kopf oder sowas drunter sein, aber ich glaube, es ist einfach nur, damit es an irgendwas festhängt sozusagen. Schwupps. Es fühlt sich an wie ein Schwamm, wenn man es anfasst. Weiß ich nicht, ob man damit dann das Feuer anzünden könnte. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und das dachte ich ansonsten auch. Genau, nämlich das Wasser in der Küche damit wegsögen. Da ist wirklich viel Staub auf dem Glas. Okay, können wir hier... Oh, halt. Viele der Toilettenprodukte sind noch verschlossen. Vielleicht sind sie für die Gäste gedacht. Und hier mit der Dusche können wir nichts machen. Okay. Ich gehe hier mal wieder raus. Ja, wenn es schon wie ein Schwamm sich anfühlt, würde ich auch schwer davon ausgehen, dass das dann für die Pfütze in der Küche gedacht ist. Wir haben hier oben noch zwei Türen. Können wir erstmal hier drüben gucken. Da ist schon so ekliges schwarzes Pappezeug an der Tür. In Pachamas. Pachamamas Namen. Was ist das für ein dunkles Zeug? Und ich habe Kinderweinen oder sowas gehört. Aber wir können nicht mehr machen, als das hier anzugucken. Und es bewegt sich auch irgendwie. Conny, ein bisschen schreckhaft? Okay, dann kommen wir da auch erstmal nicht durch. Dann bleibt uns noch eine Tür hier hinten. Erstmal zumindest. Wie gesagt, dass der Sound so knötert, da sagte er ja vorhin schon, entschuldige, dass ich deinen Namen nicht mehr im Kopf habe. Na? Das
scrolle ich hier durch den Chat, um diesen Namen wiederzufinden. Fokin Mariechen sagte vorhin, dass das Spiel wohl, also dass diese Soundartefakte, dieses Geknacke wohl öfter auftauchen, also nicht nur bei mir. Ich habe hier jetzt nichts gehört, wir gucken mal. Ach, nope. Ah, okay, abgesperrt, aber wir haben den Schlüssel, hoffe ich. Klicker die Klack. Ja. Ich habe die Tür geöffnet, ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Ah, okay, der Schlüssel ist jetzt auch weg, wir haben ihn nicht mehr im Inventar, das heißt, wir haben jetzt alle Türen geöffnet, mit die man mit diesem Schlüssel hätte öffnen können. Und dann gehen wir hier mal durch. Und ja, André, wahrscheinlich... Die Tür klappert wie Sau. Was wollte ich gerade sagen? Ja, deswegen können wahrscheinlich die Kinder nicht aus dem Zimmer raus, weil dieses schwarze Zeug da alles verpappt. Ein Schiff wie das, mit dem die Spanier zum ersten Mal nach Amerika kamen. Ich ignoriere die Tür erst. Ah! Fuck! Ja, ich weiß nicht, was da gerade auf dem Fernseher zu sehen war. Ari, ja, die Vier-Reihe kenne ich sehr gut. Die habe ich auch viel und durch und echt gerne gespielt. Alma heißt sie. Und ja, wenn die jetzt hier auftauchen würde, würde ich mich auch höllisch verjagen. Vier hat immer noch, da sind sich nicht nur ich, sondern auch einige Profis einigermaßen einig, die beste Gegner-KI tatsächlich und das Shooter-Gameplay in 4 ist großartig. Wir gucken mal, das eins der Bücher ist aufgeschlagen, aber ich verstehe diese seltsame Sprache nicht. Das Necronomicon, hat da jemand drin gelesen? Genau, wir haben hier irgendwie einen Knopf. Wir können hier aber auch lauschen. Ich lausche mal. André, ich soll laut vorlesen. Klaatu, Verata, Niktu, was auch immer. Okay, wir können hier, aber kann auch an beiden Seiten lauschen. Das schwarze Zeug pulsiert dadurch irgendwie, durch den Türspalt. Und wir hören auch irgendwelche Geräusche. Ich drück mal den Knopf, wa? Boop. Ich denke, dieser Schalter ist für die Lampen im Schlafzimmer, wenn ich den Strom im Haus wieder einschalten kann. Punkt, Punkt, Punkt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in... Da war gerade irgendwas vom Fenster, aber ich glaube, das war ein Auto, was vorbeigefahren ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nicht rein können, weil da die Dunkelheit drinnen ist. Und wir müssen den Strom einschalten, damit wir das Licht im Schlafzimmer anmachen können, damit die Dunkelheit TM da nicht mehr sein kann. Und die Tür hört auch nicht auf zu rappeln. Und, wenn ich hier dran horche, ist da auch immer noch irgendwas dahinter. Ich mach die Tür jetzt mal nicht auf, glaube ich. Weil dann bin ich doch bestimmt, Fuck! Holy Mother of Earth! Kann ich jetzt wieder raus? Ich höre nichts. Wir gehen hier mal wieder raus. So, aber wir haben jetzt ja schon... Hier oben haben wir jetzt, glaube ich, alles. Ja, ich glaube auch, dass die Tür das möchte. Gucken hier nochmal aus dem Fenster. Sind jetzt irgendwie Geisterkinder unten im Garten. Es fährt nur überraschenderweise immer wieder der gleiche Mercedes-Transporter vorne vorbei. Ist es vielleicht ein Geistertransporter? Ich gehe mal wieder runter. Denn wir haben jetzt ja zumindest einige Werkzeuge, mit denen wir ein paar Probleme lösen können. Wir können nämlich zum Beispiel
das Wasserleck da in der Küche reparieren, hoffe ich. Schauen mal. Schauen wir in der Küche. Spritzel. So. Hier. Und da nehmen wir jetzt den Lappen. Wo ist der Lappen? Du Lappen! Ströpf, ströpf, ströpf. So. Okay, ich habe das Wasser aufgewischt. Ah, okay. Wir können jetzt hier mit der Leitung gar nichts weiter machen. Sondern... Die ist jetzt halt einfach, liegt weiter offen, aber zumindest, wie gesagt, hier, da ist die Mikrowelle und ich hatte doch vorhin geguckt, da ist auch noch ein Fernseher. Fernseher, Radio. Okay, das war, glaube ich, nur mein Lichtschein. Fernseher und Radios hatten wir ja bisher, die gerne mal einfach ungefragt anspringen und uns erschrecken. Wir haben Sicherungen. Wahrscheinlich ist der Sicherungskasten im Keller, ne? Ja, super. Klasse. Kann ich den Lappen nochmal betrachten? Ne, der Lappen ist jetzt auch weg, André. Also, wir haben den... Offensichtlich, wenn man Items für die Dinge benutzt, für die man sie benutzen soll, sind sie weg. Nämlich den Schlüssel, den haben wir ja vorhin schon mal... Why? Mein Herz puckerte gerade, also ihr Herz puckerte gerade schon wieder. Ja, wenn wir den Strom jetzt wieder einschalten sollen, müssen wir höchstwahrscheinlich in den Keller, oder? Weil Sicherungskästen sind ja üblicherweise im Keller. Großartig. Ah, okay. Danke, André. Die habe ich irgendwie nicht so mitbekommen, wahrscheinlich, weil ich gerade gefaselt habe. So... ja, wir schauen mal hier durch und gehen mal in den Keller. Wir waren jetzt ja an allen anderen Stellen. Wish me luck. Hallo. Junge. Ey, ich werde mich gleich so hart erschrecken. Ihr könnt euch schon mal richtig drauf freuen. Ich werde mich gleich hart verjagen. Die Senores des Hauses haben eine teure Weinsammlung. Schön Vino. Oh, ist das ein Safe? Safe-Rätsel. Eine handgeschriebene Notiz, ein Rätsel von Hascha für seine Tochter Julia. Ja, Conny, da war ein Kasten, aber ich glaube, mit dem konnte ich nichts machen. Man hat ja immer so einen kleinen Markierungspunkt, wenn man mit irgendwas interagieren kann. Liebe Julia, ich gratuliere dir, dass du diese Notiz gefunden hast. Du bist der Lösung des Rätsels, das ich für dich vorbereitet habe, schon einen Schritt näher gekommen. Ich hoffe, es bietet dir etwas Beschäftigung, während ich weg bin. Ich habe deine Lieblingspuppe im Safe versteckt und die Kombination geändert. Da du Detektivin werden willst, wenn du erwachsen bist, glaube ich, dass du hierbei deine Schlussfolgerungsfähigkeiten üben kannst. Die neue Kombination lautet wie folgt. Die Nummer unserer Hausanschrift, Nummer 4, Sauls Alter, der ist 7, das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Ist das das, was fehlt? Aber damit müssen wir es doch jetzt eigentlich lösen können, wenn wir... Oder warte mal, wie sieht denn der Safe aus? Das muss, kann ich den benutzen? Ah, da kriegst du dann auch ein Puzzle-Symbol. Das erinnert mich ja auch sehr an Willen des Wahnsinns. Also, es war die Hausanschrift. Moment, nee. Wie kann ich das denn hier verändern? Ah, so. Hausanschrift ist Nummer 4. Saul ist 7.
Und 06 meinst du, Conny? Nee. Nee, falsch. Dokumente. Hausanschrift ist doch Nummer 4, oder? Ich meine, es war Nummer 4. Sauls Alter ist 7. Und dann das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Aber ist das nicht das, was fehlt? Gucken hier gerade nochmal weiter. Dieses Gemälde ist aus dem Jahr 1945. Es wirkt so traurig. Ja, 45 war auch kein gutes Jahr, ganz ehrlich gesagt. Waschmaschine. Der Keller ist voll mit nutzlosem Gerümpel, wie in vielen Häusern. Ja. Ich kann davon nichts davon gebrauchen. Nada. Hi, Elder. The Elder. Schönen guten Abend. Andererseits, wir hatten ja noch einige Gemälde gefunden, die überall rumstanden. Ich kann mich aber nicht mehr an die Jahreszeiten, oder also an die Jahreszahlen erinnern. Welche da noch? Hier haben wir wieder ein Radio, das doch bestimmt gleich anspringt, um uns zu erschrecken. Wohin? Wo gehört dieser Punkt hin? Man weiß es nicht. Oh, okay. Ventilatoren springen auch an. Ja, genau. Dann müsste es ein ovales sein. Das hatte ich mir auch gedacht. Diese Vasen sehen aus, als würden sie einen Haufen Dinero kosten. Okay, teure Vasen. Knarz. Noch ein Fernseher, der bestimmt gut anspringen kann. Wenn er uns erschrecken will. Ich glaube, sie haben diesen Schrank leer stehen lassen. Ich bin mir sicher, dass ich hineinpasse. Mhm. Ah, okay. Und hier ist der Sicherungskasten. Ist hier noch irgendwas? Die Sicherungen sind durchgebrannt. Ich wette, der Schutzschalter wurde durch eine Überlast ausgelöst. Wahrscheinlich durch die Pfütze in der Küche. Okay. Können wir auch rätseln. Okay. Mal, die haben aber auch unterschiedliche Farben. Wie. Wir haben grün, gelb und weiß. Huah. Okay. Muss gerade erstmal gucken, ob ich durch dieses Rätsel überhaupt durchsteige. Was passiert denn, wenn wir die grüne da reinpacken? Weil die rechts, die links, das sind ja offensichtlich auch die Widerstände. Und die gehen. Ah ja, okay. Ja, genau. In Resident Evil gibt es auch so ein Sicherungskosten-Rätsel, oder? Meine ich mich auch dran zu erinnern. Aber was gibt uns denn Hinweis darauf, welche Konfiguration hier richtig ist? Warte mal. Wir können ja nicht so richtig sehen, wo diese gestreiften Kabel hinführen. Blaues Kabel. Ich habe keine Ahnung. Ich baue hier einfach mal ein. Verdammt, ich habe sie falsch eingesetzt. Ich muss den Strom gleichmäßig auf die Anschlüsse verteilen. Okay, okay, dann kommt man sie wieder raus und kann es nochmal probieren. Mhm. Ah, Moment, na klar, die grünen Kabel
gehen in alle drei von den Kästen da oben. Ja, die grünen Kabel gehen in alle drei und aus allen dreien gehen dann die gestreiften Kabel rüber in die Widerstände. Richtig? Sehe ich das richtig? Demnach war grün aber richtig, oder? Weil ist die stärkste Sicherung. Was haben wir denn noch? Rot hat 2. Da. Blau hat nur 1 und. Nee. Okay. Ja, die Pfeile da oben habe ich auch schon gesehen, aber die zeigen überall nur das Gleiche an. Also nämlich Ein- und Ausgang sozusagen. Unten links 10 sagt View, weil das nur ein Kabel hat, ne? Das hat ja nur dieses gelbe Kabel, was in den mittleren Kasten geht. Ich habe 2-mal grün, oder? Hat das irgendwas zu sagen? Wer halt ist, also ist die Frage, ob die Kabel, die links dann da in den Hauptsicherungskasten gehen, halt zu den Kabeln, die rechts drin sind, also die gestreiften, gelb-schwarz gestreiften Kabel, ob die übereinstimmen. Also ob die ganz rechte, ob der ganz rechte Kasten oben rechts zur ganz rechten Hauptsicherung passt. Weil man ja nicht, man nicht sehen kann, ob die Kabel irgendwie in diesem Durchgang so verdreht sind oder so. Das lässt sich ja nicht wirklich sagen. Warte mal, rot, blau, grün gehen in den ganz linken. Aber haben wir eine blaue Sicherung? Soll das hier blau sein? Oder hat das überhaupt nichts damit zu tun? Oben rechts 20. Unten rechts 10. Moment. Oben rechts 20, sagt Grirant. Unten rechts 10. Jetzt haben wir aus dem ganz rechten Kasten 30 Ampere, was jetzt passen würde für die Hauptsicherung. Und wir brauchen ganz links 25. Das heißt, da bleibt dann ja nur das. Nee. Warte mal. Der ganz unten rechts geht in alle drei Kästen. Das heißt, 25 muss auf jeden Fall nicht nach unten rechts, weil sonst passt es nicht. Weil da gehen die Kabel ja in alle Kästen und dann würde einer schon zu viel sein, sozusagen. Das heißt, wir brauchen den hier, weil das der einzige ist, der in den ganz... Das blaue Kabel ist das einzige, was in den ganz linken geht. Und ja, die Mitte muss 50 ergeben. Die Mitte muss 50 ergeben.
ergeben. Das ist aber wirklich schwierig, weil, wie gesagt, ich kann nicht richtig sehen, ob die, die schwarz-gelben Kabel wirklich mit den Kästen da passen. Oder kann ich das sehen? Übersehe ich was? Aber wenn die mittlere Hauptsicherung 50 Ampere hat, eben, dann können wir ja nicht aus den, wie Ardana gerade sagt, können wir nicht in den mittleren Kasten 50 reinkriegen, weil da sehen nur zwei Kabel rein und wir können maximal aus zwei Sicherungen 45 Ampere kriegen. Das heißt, das passt nicht. Demnach muss ja der ganz linke Kasten, wo die meisten Kabel reingehen, auf die mittlere Hauptsicherung gehen. Sonst würde es ja eigentlich keinen Sinn machen, oder? Sehe ich das richtig? Probieren den mal da rein. Ja, das dachte ich nämlich auch gerannt. Gut. Was können wir denn noch basteln? Wir können... Aber 30 Ampere können wir doch... Wir können doch gar keine 30 Ampere bauen. Wie soll das denn gehen? Mit 10 und 20. Ja, ich bin doof. Okay, never mind. okay. 25. Die anderen beiden haben jeweils nur zwei Kabel, oder? Sehe ich das richtig? Den... Das wären dann 30 Ampere da rein und ja. So. +15 sind 40. Die brauchen wir nicht. Dragoon. Oder was meintest du jetzt gerade? Gelb geht nur da rein. Und den 10er dann da rein. Und den... Da rein. Ah, so. Stimmt. Ich habe die Sicherung richtig gesetzt. Das sollte die Stromversorgung zum Haus einschalten. So. Jetzt haben wir offensichtlich Strom. Nein, die Sicherungen sind richtig eingesetzt. Okay. Jetzt sollten wir Saft haben. Das ist der schöne Schrank zum Verstecken. Tja, jetzt hier nochmal mit dem... Moment, was war das gerade? Jetzt immer noch mit diesem... Save. Ah, okay, das speichert er auch. Nur 6, ja. 45 wird es dann ja nicht sein. Ach, nope. Nee. Ja, View bis 11 wollte ich noch machen. Was hatten wir denn noch für Zeiten? Also für Jahre, meine ich. Jahrzehnt und Jahr. In dem das Gemälde 83 könnte man noch probieren, sagt André. Wir probieren mal. So und so. Nope. Nope. Tja, ansonsten müssen wir jetzt halt nochmal hochrennen und schauen, ob wir dieses Gemälde finden. Alles klar, Graf Karabas, dir eine gute Nacht. Danke fürs Reinschauen. Ja, Dragoon, aber es braucht ja die letzten zwei Ziffern.
34 können wir nochmal probieren. Wie Shadowhawk sagt, es kann natürlich auch sein, dass wir das erst noch gar nicht wissen können, weil wir dieses Gemälde noch nicht gefunden haben. Das kann durchaus sein. Ich probiere mal 34. Mierda. Nee. Ich könnte jetzt natürlich ewig weiter rumprobieren und würde es wahrscheinlich irgendwann gelöst bekommen, weil so viele mögliche Kombinationen gibt es ja nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen erstmal weiter und gucken mal, was es uns bringt, dass jetzt Strom da ist. Was? Okay, wir gehen hier wieder raus. Ja, 99 Versuche, aber die müssen wir jetzt ja nicht alle durchhauen. So. Ja, ich schätze auch, dass ich dieses ovale Bild finden muss. Wir könnten jetzt nochmal in die Garage... Nee, dann wieder zurück. Wir können nochmal in die Garage gucken. Jetzt müsste der... jetzt müsste der Boiler ja Strom haben. Alles klar, Viu, dir auch einen schönen Abend noch. Beziehungsweise wir könnten jetzt einmal gucken, was mit dieser Fernbedienung ist. Düb. Ach so. Hä? Aber wir haben doch den Strom eingeschaltet. Oder müssen wir hier erst... Wo müssen wir den Strom denn wieder einschalten? Momentchen mal. Hätte ich unten noch irgendwie einen Hauptschalter drücken müssen oder sowas? Habe ich das vielleicht übersehen? Weil die Sicherungen liegen ja richtig. Aber wir haben immer noch keinen Strom. Nee, André, sie sagte extra, das Haus hat immer noch keinen Strom, sozusagen. Das heißt, wir müssen erstmal noch irgendwie wahrscheinlich irgendeinen Hauptschalter drücken oder sowas. Wenn die Sicherungen rausgeflogen sind, ist ja auch naheliegend. Ich gucke hier nochmal runter. Und schau nochmal, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben, hinten bei dem Sicherungskasten. Knarz. Sicherungen sind richtig eingesetzt, sagt sie. Ah, hier so. Siehste? Boop. So. Jetzt haben wir Licht. I came to fix the electricity. But that doesn't seem like the most important thing right now. Okay, wurde sie vielleicht doch sowieso früher schon hierher gerufen, um eben den Strom zu reparieren? Man weiß es nicht. So, wir haben jetzt wieder Strom, offensichtlich. Der Ventilator läuft. Knarz. Okay. Das heißt, wir können hier wieder hoch. Flacker. So. Ach nee, was mache ich denn? Ich will doch erstmal wieder in die Garage und gucken, ob wir die Tür jetzt aufmachen können und den Generator oder den Boiler anmachen können. Was renne ich denn dösig durch die Gegend? Okay, hier rumort... Ey! Hier rumort's schon. Solange Wasser auf die Kabel tropft, ist es nicht möglich, die Tür zu öffnen. Ach, das soll Wasser sein da oben, oder was? Okay. Und hier. Der Boiler läuft, aber es ist hier ziemlich feucht, aber das könnte sein, weil die Leitungen undicht sind. Okay. Oh, halt. Jetzt können wir hier rätseln. Okay. Warum sollten wir den jetzt... Ja, wahrscheinlich sollten wir den entleeren, ne? Warte mal, wir können hier mal... Was ist denn hier? Entleeren. Drücken Sie den rechten Knopf.
Also erst ganz links, dann ganz rechts und dann in der Mitte. Ist jetzt was passiert? Jetzt ist der Boiler aus. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Ah, ja. Ah, und jetzt können wir doch bestimmt aus dem Auto Benzin zapfen, oder? Oder so? Ah, da sind die Klemmen für die Batterie. Das haben wir schon mal. Batterieklemmen, eins als handelsüblicher Batterieklemmen. Das Kabel ist gut isoliert. Wenn ich es benutze, besteht keine Gefahr eines Kurzschlusses. Nehmen wir. Und in dem Auto fehlt sicherlich die Batterie. Ja, weil die oben bei diesem Dingens ist. Ah, aber jetzt sind wir überhaupt erstmal auf der anderen Seite von diesem Nebeneingangstor. Es scheint, dass der Senior eine Mappe auf dem Rücksitz liegen gelassen hat. Ja. Okay, Heiko Mappe 2, ein Teil von einem Sammlerstück, eine blaue Mappe. Es sind mehrere Papiere darin. Okay, wieso durfte ich das jetzt gerade entscheiden? Ich konnte mir jetzt ja gerade aussuchen, ob ich versuche, an das Ding ranzukommen. Wow, die Innenstattung sieht edel. Innenausstattung sieht edel aus. Tut sie? Aber mir scheint nicht so, als könnten wir hier Benzin zapfen. Schade. Okay. Nee, und einfach gehen können wir noch. Können wir nicht. Ja, und hier soll irgendwie so. Vorhin hörte ich hier ja irgendwo den Hund. Bitte lass ihn nicht tot sein. Das würde ich euch sehr übel nehmen. Sandkasten. So eine Hollywood-Schaukel. Noch ein Grill? Jemand grillt gerne. In Peru haben wir uns oft... Sie kommt aus Peru, nicht aus Spanien. Haben wir uns oft mit anderen Familien getroffen und zusammen ein großes Asado zubereitet. Aha. Ich nehme an, Sie verwenden diese Werkzeuge für die Gartenarbeit. Kann ich davon was mitnehmen, um damit die Dachluke aufzumachen? Nee, anscheinend nicht. Und hier? Nichts zu hören, okay. Keine Ahnung. Ist ja keine Hollywood-Schaukel, ist einfach nur eine Bank. Was liegt hier auf dem Tisch? Da liegt doch was auf dem Tisch. Okay. Kann ich hier durch die Tür gehen? Ach. Sie haben das Schloss verriegelt. Dies scheint der Dienstboteneingang zu sein. Okay, dafür braucht man jetzt aber offensichtlich auch einen Schlüssel. Aber diesen Hauptschlüssel haben wir jetzt ja nicht mehr. Okay. Grill hatten wir. Aber das hier ist doch eine Hollywood-Schaukel. Ja doch, hier ist eine Hollywood-Schaukel. Doch, richtig geguckt. Ja, Sandkasten. Sonst scheint es hier nicht mehr zu geben. Irgendwas klötert, aber ich glaube, das ist diese Hollywood-Schaukel. Halt. Hier ist noch was. Nein, doch nicht. Ach, das ist drinnen, wa? Okay. Ja, das wird das Motorrad sein. So, und wenn ich das Ding jetzt wieder einschalte, was passiert dann? Du musst die Heizung nicht einschalten. Okay. Dann halt nicht, I guess.
Bla bla bla. Werkzeug kennen wir schon. Fahrrad kennen wir schon. Tja. Dann. Ah! Wow! What? Fuck! What just happened? Schlag doch gegen die Tür. Meine Fresse. Tja, ich glaube, wir haben es dann erstmal soweit, oder? Hier kamen wir nicht durch. Ah, aber okay, das ist dann immer noch ein Raum, in den wir noch gar nicht rein konnten. In den kommt man dann nur von außen rein und dafür brauchen wir den Schlüssel, weil dieses Ding hier ja auch von der anderen Seite verschlossen ist. Das heißt, da ist immer noch ein Raum, den wir noch nicht betreten können. Warum wir dann diesen blöden Hauptschlüssel weggeschmissen haben, weiß ich auch nicht. Nee, in den Keller wollte ich eigentlich nicht. Können wir hier horchen? Okay, Flur scheint safe zu sein, wollte ich sagen. Lach. Tja. Die stand da gerade. Ich glaube, wir haben heute für... ich glaube, wir haben für heute genug, ja? Scheiße. Steht sie da hinten einfach so. Boah. Ja. Ich nehme mal gerade einen Schluck Tee. Um mich zu beruhigen. So. Wir haben es kurz vor 11. Ich glaube, es soll hier für heute reichen. Jetzt die große Frage an euch. Soll ich jetzt... Also ich mache jetzt auf jeden Fall den CT-Zockt-Stream Schluss. Hier, so. Mach Ende. Aber jetzt die Frage an euch. Das überlasse ich euch. Spiele ich jetzt auf meinem Privatkanal Control weiter? Oder spiele ich auf meinem Privatkanal das hier weiter? Spiele ich Song of Horror weiter? Was sagt ihr? Ich hätte auf beides Bock. Makai sagt das hier. Das! Einmal Hose wechseln und weiter geht's. Danke, Lone Wolf. Ihr könnt meine Hose gar nicht sehen. Ihr wisst gar nicht, ob ich eine anhabe. Vielleicht habe ich einfach, weil ich schlau bin, um mir nicht in die Hose zu pinkeln. Vor Angst habe ich nämlich einfach keine angezogen. Das ist der wahre Horror dieses Abends. Uah. Ja, okay. Dann machen wir spontane Planänderungen. Warte mal, ich schau hier mal. Ich lese Song of Horror, Song of Horror. Rolli Roller, hallo überhaupt. Und du sagst auch Song of Horror. Horror, das Richtige für die Nacht. Schlafen ist eh nicht mehr. Conny sagt Control. André, woher weißt du, dass ich nie Hosen anhabe? Das solltest du doch eigentlich nicht verraten. Oh, okay. Ja, dann würde ich sagen, die Mehrheit sagt Song of Horror. Und ich habe auch durchaus Bock. Dann lasst mich gerade mal hier den Stream beenden. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Es hat einen Heidenspaß gemacht. Die Mischung finde ich echt klasse und ich mag es auch. Ja, es erinnert total viel an Resident Evil und Co., aber ohne das Geballer, was... Ich mag das Geballer an Resident Evil und Co., aber ich finde es ohne noch eine Ecke gruseliger. Und ich würde sagen, wir machen hier für heute Feierabend bei CT Zockt, aber wir ziehen gleich alle zusammen, wenn ihr Bock habt, zu mir auf meinen Privatkanal bei Schmelzfrosch um. Bleibt dafür einfach hier, wenn ihr dranbleiben wollt, und ich raide mich dann gleich sozusagen von hier aus selbst. Und dann machen wir da alle zusammen weiter, nachdem ich mir noch was zu trinken geholt habe und mich kurz ein bisschen runtergebracht habe. Genau. Ansonsten, falls ihr nicht dran bleibt oder sowieso ins Bett müsst, wünsche ich euch schon mal eine gute Nacht und noch eine schöne Woche. Ich weiß gar nicht genau, ob kommenden Donnerstag auch wieder ein CT-Zockt-Stream ansteht.
bleibt einfach am besten dran. Lasst uns ein Follow da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und denkt bitte auch dran, falls ihr uns abonniert habt mit Twitch Prime, dass ihr und das weiterhin tun möchtet, müsst ihr euer Abo händisch jeden Monat verlängern. Das geht da oben in der Ecke. Und ja, ich bin für heute durch. Nächste Woche, Montag, sehen wir uns hier bei CT Zockt at Home wieder. Da spiele ich dann weiter bei Wolfenstein, wenn ich meinen Plan gerade richtig auf dem Plan habe. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt gerne dran. Oha, Dragoon, dir vielen Dank für den Follow. Ansonsten bleibt jetzt, wie gesagt, einfach dran. Und wir ziehen gleich alle zusammen zu mir um und machen bei mir weiter. Ich, wie gesagt, der Raid kommt dann gleich. Oh, Rob the Ripper, dir auch nochmal vielen Dank für den Follow. Ari, was meinst du mit Chat? Achso, dann am besten den Chat auf meinem Kanal wirklich. Also nicht hier. Ja, CT Zockt hostet mich dann, aber kommt am besten einfach alle mit. Und wir machen dann bei mir gleich weiter. Falls wir uns nicht gleich bei mir drüben sehen, wünsche ich euch eine gute Nacht. Sage bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao. Oder bis gleich. Mhm.